Das ist das Hinterzimmer. Mit diesen Hintergründen. Ich würde gerne das Land substanziell verändern helfen, egal an welcher Stelle. Ich glaube nicht, dass man da vom Nationalrat sitzen muss, weil wenn man sich jetzt die ehrliche Frage stellt, wer hat in dem Land mehr zum Sagen, die meisten Nationalratsabgeordneten oder ich, würde ich mal sagen, das bin schon noch ich. Denen gehört ja nicht nur die Parteienförderung einfach komplett gestrichen, wenn sie die Wahlkampfkostenobergrenze überschreiten, sondern sämtlichen Leuten, die dort Verantwortung tun, die können eingesperrt. Was? Da gehört diese Frage der Gesetze. Was da passiert, ist eine Kampagne gegen eine Wirtschaftskorruptionsstaatsanwaltschaft, weil man weiß, dem das Handy vom Schmidt. Was? Mehr ist das nicht. Und das ist widerwärtig. Weil was da passiert ist, du hast ja immer so Vorzeichen vom Faschismus. Ne? Dieser Konformismus. Ne? Alle reden das Gleiche schon gleich aus und dann schaut die türkise Partie an. Die bewegen sogar die Hände und reden immer gleich ab. Kritik in der Partei findet nicht statt, es ist alles gleichgeschaltet. Warum halten da gestandene ÖVPler so still? Wenn man die meisten Landespolitiker anschaut, glaube ich, ist das eher ein intellektuelles Phänomen, dass es nicht mitkommt. Und warum soll man da seine Meinung nicht sagen können? Das hat für mich mit Mut ehrlich gesagt gar nichts zu tun. Ich finde alles andere feig. Aber mutig finde ich das noch lange nicht. Nach Monaten der pandemischen Livestreamings melden wir uns endlich wieder zurück aus dem Hinterzimmer. Mit einem Mann, dessen Blutdruck wie ein Politbarometer steigt, wenn es um die angeblich bessere Idee für die Gesellschaft geht. Er ist Unternehmer, Politaktivist, PR-Berater und YouTuber. Vor allem nachdem Puls24 seine Polit-Satire-Show nach nur 2 Folgen abgedreht hat. Warum? Darüber spricht er hier. Und darüber, dass man seine Meinung nicht kaufen kann. Vor allem, wenn er sich von einer türkisen Bubal-Partie regiert fühlt und ihn das Innenministerium prominent auf dessen Webseite setzt, wenn es rechtliche Schritte gegen ihn einleiten will. Rudi Fussi im Hinterzimmer. Bei Flo Rudig. Rudi, danke, dass du Zeit nimmst. Du hast ja jetzt enklavisch gelebt, oder? Das ist jetzt das erste Mal, dass du wieder in Wien bist. Es ist das erste Mal seit langer Zeit. Ich war insgesamt, glaube ich, jetzt seit 16. März 5 Mal in Wien. Und heute wieder mal beruflich, darum bin ich ja verkleidet. Und jetzt fahre ich dann nach dem Gespräch mit dir wieder in die Enklave zurück, weil es da schöner ist als in Wien. Hat das pandemische Wirken mit dir auch was gemacht? Hast du dich komplett zum Beispiel aus der Metropole rausgezogen? Naja, ich bin ja abgehauen, weil ich mich angeschissen habe, bis aufs Kreuz wie viele, nachdem es geheißen hat, 100.000 Tote und so weiter. Da bin ich dann abgehauen, weil ich ja eine Autoimmunerkrankung habe. Und da Spritzen kriege ich alle 2 Wochen, die mein Immunsystem ausschalten, damit mein Kreuz nicht steif wird. Und das heißt, ich habe mich schon extrem angeschissen und habe mich dann ab den Luxus, dass ich ein Wochenendhaus im Waldviertel habe, und habe mich dann dorthin zurückgezogen eigentlich. Und da lebe ich jetzt bis heute, habe meinen Hauptwohnsitz jetzt aufgelegt. Und ja, also das Corona hat nicht nur negative Seiten. Wie diese Ansage war von unser allem geliebten Kanzler, bald wird jeder wen kennen und so weiter, auf die hat es einen Effekt gehabt. Wie dann die tatsächlichen Zahlen gekommen sind und diese große angekündigte Flut Gott sei Dank ausgeblieben ist, hast du dann immer zurück wollen? Oder war Umdenken da wieder in die andere Richtung oder ist diese Angst, diese Befürchtung geblieben? Naja, die Befürchtung ist schon geblieben, weil ich glaube, dass der erste Lockdown super war und richtig gemacht war. Also, dass das harte Einschreiten, das ist, was gemacht gehört. Und haben wir dann gedacht, okay, so viel Kontakt mit Leuten in meinem Job und auch privat, ich wäre eigentlich der Einser-Kandidat, der sowas kriegen kann. Und ich möchte es nicht kriegen. Da war von Long-Covid und diesen Dingen noch gar keine Rede. Und jetzt ist ja für, weiß ich nicht, ein Portier oder eine Supermarktverkäuferin nicht möglich, ins Homeoffice zu gehen quasi. Und schon gar nicht für Leute, die auf 40, 50 Quadratmeter wohnen, weil da bringt das Homeoffice auch nichts, weil du bist dann mit den Geschoppen eingesperrt und möchtest alle umbringen wahrscheinlich, beziehungsweise kommst du mal in deine nervlichen Grenzen, glaube ich. Und dadurch, dass wir das Haus im Waldviertel haben, ich mir dann einfach nur gedacht, okay, ich gehe da jetzt kein Risiko ein so ein Virus, das hat mich sehr beeindruckt, was der WHO-Chef gesagt hat. Der hat gesagt, act fast and have no regrets. Und mit einem Virus kannst du nicht verhandeln. Und das erschien mir sehr logisch, dass man mit einem Virus nicht verhandeln kann. Und ein Virus bringst du mit Werbung nicht weg oder so, sondern das Ding ist da.
Und derzeit war ich ganz paranoid. Ne? Ich habe meine Eltern ständig erklärt, wir werden jetzt 1,5 Millionen Infizierte haben und dann sterben 100.000 Leute und was weiß ich. Gott sei Dank ist es nicht so gekommen. Aber wie es gekommen ist, war ja im Nachhinein oder ist jetzt eh noch immer schlimm genug, finde ich. Jetzt ist ja nicht nur virologisch einiges passiert im letzten Jahr, sondern vor allem auch politisch. Und du bist jetzt jemand, der sich sehr offen auch äußert. Wie lässt sich das mit dem Beruf vereinbaren? Oder wie viele Jobs sind dir schon gestorben, weil du die ÖVP kritisierst? Direkt gefragt. Naja, das weiß ich nicht, weil in Wahrheit ist es so, dass ich ja mich bei niemandem bewirb oder so. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt wo anrufe und sage, darf ich da bei einer Ausschreibung mitmachen oder sonst was. Das heißt, direkte Auswirkungen hat das keine, weil die Leute, mit denen ich arbeite, der Großteil davon würde ich behaupten, teilt meine politische Meinung nicht. Ja? Aber die wissen, dass das, was sie kaufen an Leistung in der Beratung, bei Umsetzung von Kampagnen im werblichen Bereich oder im strategischen Bereich vor allem, dass das halt gut ist, offenbar, weil sonst wäre ja die Firma nicht erfolgreich. Und ich würde aber niemals sozusagen meine private Meinung hintanhalten, weil das würde bedeuten, dass man meine private Meinung kaufen kann. Man kann mich kaufen, quasi für die Dienstleistung, aber das, was ich denke, nicht. Und mir fällt da schon heute im Hirn, der sagt, das sagst du jetzt besser nicht. Ist es gefährlich? Viele haben ja, oder einige, mit denen ich mich ja unterhalte, die haben Angst, wenn sie sagen, wenn ich jetzt meine Privatmeinung nach außen trage, schadet mir das geschäftlich. Wie gefährlich ist es wirklich, wenn man plötzlich auf der... Oder wenn man ein Gegner von Karl Nehammer ist, der die Macht hat, quasi dich auch auf die Seite des Innenministeriums zu geben? Ist mir völlig wurscht. Ich find's, wenn es mit dem anderen passiert, jetzt mir mehr aufregen, als wenn es mit mir passiert, weil mir ist es wirklich wurscht. Ich finde es ein Wahnsinn grundsätzlich. Ja, also ich meine, da kannst du nicht ganz dicht sein, wenn du was als Minister machst. Ja. Aber ich halte es aus, ich habe einen braden Buckel. Also mir kann auch rutschen, 24 Stunden am Tag. Es kostet ein Geld, wenn man dagegen juristisch vorgeht, so wie ich. Es kostet ein Geld, wenn man dann angeklagt wird. Ich wäre sicher angeklagt, vielleicht wäre sogar verurteilt wegen Beleidigung einer Behörde. Aber wenn man so will, andere geben mir Geld für Marketing aus, ich reiße heute Goschen auf. Ist auch okay. Aber man muss sich's leisten können in unserem Land, oder? Ja, sicher. Also du bist, wenn du, so wie ich, ökonomisch, ich bin jetzt nicht reich oder so, ja, aber... Wenn ich jetzt wo 5.000 oder 10.000 Euro zahlen muss, bringt mich das nicht um, verstehst du? Also das bin ich schon gewohnt, seit ich 23 bin, ich habe in meinem Leben erst 200.000 Euro für Prozesskosten an die FPÖ und an die FPÖ-Anwälte zahlt, in mehr als 26 Klagen. Ich glaube, bis vielleicht sind wir über 30, ich weiß gar nicht, ich aufgehört zum Zählen. Da scheißt dich beim ersten Mal an, beim zweiten Mal, beim dritten Mal, ab dem fünften Mal sagst du, ja, da ist wieder ein Brief. Also das ist... eine Frage, wie man damit umgeht. Ich glaube, wichtig ist, gerade in so Zeiten, wo in Social Media Foren oder in Zeitungsforen ganz brutal über Leute geschrieben wird, ich habe das schon mit 23 über mich gelesen, die linke Platte Sau und was weiß ich, ich habe dann irgendwann für mich den Schlussstrich gezogen, wo ich mir gedacht habe, okay, ich lese mir das durch, schaue, ob da Rechtschreibfehler drin sind oder was auch immer, wo das nicht jemand schreibt, den ich persönlich kenne oder der mich persönlich kennt, ist mir die Kritik wurscht. Und lass das auch nicht an mich heran, sondern mich unterhalt das. Also ich finde das lustig, wenn du wer irgendwas deppert schreibt, der Fuß die Politik, Hohe war bei allen Parteien, den kann eh jeder kaufen, was weiß ich, und sitze dort und denke mir, ah, schön geschrieben, oder irgendwas, aber es ist mir wurscht, ehrlich gesagt. Weil interessant ist ja, in einem Land, Österreich, das seit 30 Jahren hauptsächlich von der Volkspartei regiert wird, dass wenn man da Stellung gegen die Volkspartei bezieht, welche Nachteile hat man dadurch? Naja, ich glaube, es wird einen Unterschied machen, wenn du in Tirol als Unternehmer das machst, kann ich da die Nachteile aufzählen. Wenn du in einem Tiroler Treue, die gegen, weiß ich nicht, gegen die herrschende Hoteliersfamilie aufbegehrst, die zufällig auch im Gemeinderat sitzt, dann wird es andere Folgen haben. Wenn ich heute irgendwo was bräuchte von jemandem, wo die Türkisen einen Einflussbereich haben, dann wäre ich aufgeschmissen, logischerweise. Wobei ich mich wirklich explizit sage, es ist ja nicht eine Kritik an der ÖVP, es ist eine Kritik an diesen türkisen Bubeln, die glauben, mit Pimperl hin und her schicken und Geschäften zuschanzen, kann man Republik führen.
Das ist halt nicht der Fall. Da fehlt jegliche Substanz, da fehlt das intellektuelle, moralische und charakterliche Niveau. Und das muss man benennen. Ich finde es eigentlich traurig, dass man sagt, das höre ich mir oft, der Fusi ist mutig, dass der sich das sagen traut, seine Meinung und so. Ich finde, das ist normal. Es ist eigentlich feig, wenn man seine Meinung nicht sagt. Es hat mit Mut überhaupt nichts zu tun, sondern wir leben in einem freien Land, wir leben in einer Demokratie. Und warum soll man da seine Meinung nicht sagen können? Das hat für mich mit Mut, ehrlich gesagt, gar nichts zu tun. Ich finde alles andere feig. Aber mutig finde ich das noch lange nicht. Aber du hast selber gesagt, also wenn man es tut, man muss einen finanziellen Polster muss man haben. Das heißt, ja, sicher, wenn ich mittellos bin und auf gewisse Aufträge angewiesen, kann ich mir diesen Mut eigentlich nicht leisten. Genau, da machen sie die hin. Also als der Sepp Schellhorn oder der Matthias Strolz in die Politik gegangen sind, ich meine, Steuerprüfungen habe ich auch schon ein paar gehabt. Ich meine, da kann man sich damit helfen, dass man halt nicht deppert ist und einfach keine Linken draht. Ja. Aber es ist nicht lustig, weil wahnsinnig viel Zeit drauf geht. Ja. Beim Matthias Strolz haben sie auch gesagt, dass der gegen die ÖVP kandidiert hat, den bringen wir jetzt um. Und genau das haben sie auch probiert. Ja. Und man sieht ja, mit was für Methoden da vorgegangen wird. Man nutzt den staatlichen Apparat, um gegen Kritik und Kritiker vorzugehen. Das ist ein Skandal an sich, ja. Aber da lassen sie andere beeindrucken, die eben sozusagen dann sagen, na gut, dann bin ich lieber ruhig, bevor ich noch einmal 3.000 Euro zahle für einen Vergleich oder dafür für Unterlassungserklärung oder irgendwas. Ich bin halt so deppert, dass ich außer Arbeiten und jetzt nähe den Hund, aber sonst habe ich ja keine Hobbys. Also die ich weiß halt eh nicht, was ich mit dem Geld mache, das ich verdiene. Und ich bin einfach der Meinung, man muss seine Meinung sagen. Ja. Haben sich die Werkzeuge dieses Apparats, haben sich die geändert in den letzten Jahren? Naja, sie sind natürlich leichter zu identifizieren, würde ich sagen. Ne? Also du hast früher, wenn du eine mitgekriegt hast und die Steuerprüfung kommt und so weiter, war das schwieriger nachzuvollziehen als heute. Du merkst es auch, wenn du journalistisch arbeitest, obwohl wir ein Satireformat machen, ist es ja so, dass das trotzdem eine journalistische Arbeit ist. Zu mir kann man keine Türkise. Also nicht, weil die mich boykottieren oder so, sondern weil die einfach sich einer politischen Diskussion ja gar nicht stellen. Bei mir reicht in einem politischen Gespräch nicht irgendwelche Plattitüden mit, wir müssen Österreich besser machen, wir müssen auf unsere Umwelt achten und die Zukunft muss für unsere Kinder noch lebenswert sein und leben. Lebenswert heißt, weiß ich nicht, leistbares Wohnen und die beste Bildung für unsere Kinder und so ein Scheißdreck, den jeder erzählt, sondern ich würde dann wissen, na gut, wie machen wir das? Und da findet heute eine Diskursverweigerung statt, ne? Das ist schon so. Wobei diese intellektuelle Blankheit ist ja kein türkises Phänomen, das gibt es ja eh bei fast allen anderen Parteien auch. Beratest du aktuell an Türkisen? Nein, ich berate gar keine Parteien. Parteien zu beraten ist relativ sinnlos. Den letzten, den ich beraten habe, war der ehemalige Bundeskanzler Christian Kern und den habe ich gratis beraten, weil ich gesagt habe, ich will jederzeit das Recht haben, zu sagen, von dem Tisch aufzustehen und zu sagen, geht's scheißen und macht sich den Scheißdreck selber. Und weil sonst bist du in einem Vertragsverhältnis und in einer Abhängigkeit und dann musst du den ganzen Tag mit Leuten am Tisch sitzen, die da eigentlich am Arsch gehen. Und diese Freiheit habe ich mir eigentlich erarbeitet, dass ich das nicht mehr tun muss. Das heißt, deine lange Jobdescription, wo Politikberater ein Teil ist, bezieht sich dann auf welchen Teil der Politik? Gar nicht eigentlich. Also Politikberatung ist bei mir, das ist ja das Lustige, Thomas Hofer ist auch Politikberater und berät keine Politiker. Also was wir alle machen, ist Kommunikationsberatung letztlich. Ne? Also wie kommuniziert man, welches Thema etc., wie bringt man Geschichten in Medien etc. pp. Aber mehr ist das nicht. Also das ist immer lustig, wenn man sagt Politikberater, ich bin mehr Politikexperte, als ich Politikberater bin. Gerade wenn wir um Kommunikation reden und du die Moral der Geschichte schon einmal angesprochen hast, hat die, bevor wir dann vielleicht in eine Ausführung dieser moralischen Fehltritte kommen, hat die überhaupt grundsätzliche Bedeutung? Weil am Ende vom Tag in unserem System ja mehr oder weniger das Geld zählt und sich viele über einen Preis definieren, über einen Wert. Wo bleibt da die Moral der Geschichte? Zweite oder Frage-Anhang. Ist deswegen ein Politiker heute wegen einem moralischen Fehltritt gar nicht mehr greifbar, weil es eh wurscht ist? Ich glaube, dass man in Österreich bei Politikern sowieso davon ausgeht, dass das quasi Leute sind, die sich eh was richten.
Ja, also da ist die Erwartungshaltung auch nicht so, dass man sagt, das sind so wie bei Ärzten, das sind die Götter in Weiß oder so, sondern bei Politikern geht man eh davon aus, dass da jeder ein bisschen einen Dreck am Stecken hat und das gehört auch dazu, weil wenn ich in die Politik gegangen, war es ja auch so. Also in Nigeria ist es so, wenn du als Politiker nichts für deine Verwandten tust, bist du ein Arschloch. Also da muss jeder in der Familie einen Job kriegen oder Geld, weil sonst bist du ein schlechter Politiker, weil du schaust ja nicht auf deine Familie. Und jetzt ist bei uns nicht so arg, aber das meiste verzeiht man bei uns schon. Die Moral, Bert Brecht hat ja schon gesagt, zuerst das Fressen, dann die Moral. Und so ist es auch. Ja? Also ich glaube, dass sie diese moralische Überhöhung auch nichts bringt, sondern man muss Politik so diskutieren, wie sie tatsächlich stattfindet, nämlich Politik hat die Aufgabe, die Lebensgrundlagen der Menschen zu verbessern. Weil für was braucht man den Betrieb sonst? Ne? Und ich bin der Meinung, das tut sie nicht. Ja, und das tut sie in, nicht nur nicht in unzureichendem Ausmaß, sondern sie tut es in weiten Teilen gar nicht. Und meiner Analyse nach hat es damit zu tun, dass sie die politische Klasse einfach viel zu weit von den Leuten entfernt hat. Früher war das so, dass ihr seid ja näher an der Schweiz als wir da in der Bundeshauptstadt. Da hast du am Dorfplatz gestellt und aufgezeigt, wo dafür oder dagegen bist. Ja, irgendwann hat man gesagt, na gut, wir sind ein größeres Dorf, wir waren eine Stadt, da können wir uns nicht alle am Hauptplatz stellen. Machen wir das anders, da wir wählen oder wir wählen uns einen Vertreter, der fährt dann für uns wohin und vertritt das, was wir da wollen. Ja. Das Problem ist, dass die wir wählen, für das, was wir wollen, die eigenen Interessen vertreten. Die Politiker sind die einzigen, die sich ihre Gehörter selbst festlegen. Die Politiker diskutieren über Probleme, die 90% der Leute in dem Land gar nicht haben, beziehungsweise einfach haben den Anschluss an die Probleme der Leute verloren, weil wenn du 8.500 als Nationalrat verdienst, wie willst du die eine füllen können in einer Familie, die 300 Euro im Monat zur Verfügung hat zum Leben und wo es ein Drama ist oder ein Suizidgedanke, wenn die Waschmaschine hin wird, wenn man die Wäsche für die Kinder nicht mehr waschen kann. Ne? Das ist, glaube ich, das Problem. Also das ist eine privilegierte Klasse, die sich um sich selbst kümmert und nicht mehr um die Probleme der Leute. Aber dann ist ja eigentlich Kurz und seine Partie sehr, sehr, wenn man jetzt Nigeria als Maßstab nimmt, wären die dort eine angesehene Partei. Die haben eine große Familie, um die sie sich kümmern. Ja, aber der wesentliche Unterschied scheint mir zu sein, dass, ich meine, man hat ja immer in Österreich gesagt, ja, die Roten und die Schwarzen sind zwar korrupt, aber die stellen nicht für sich selber. Ne? Und bei den Blauen hast du dann gesehen, na gut, bei Eurofighter und so weiter, die greifen da selber ein. Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass man heute nicht mehr versteht, was der Staat ist. Der Staat ist die Gemeinschaft von uns allen und nicht irgendein obskures Konstrukt über uns, nämlich die da oben, sondern das warten wir alle. Ja? Und das Hauptproblem ist, was der Kurz und diese Partie nicht checken, ist, dass sie eine, egal wo man ideologisch steht, eine Aufgabe hat als Politiker, der im Amt des Bundeskanzlers oder als Minister oder eben Regierungsmitglied tätig ist, dass es damit eine Verantwortung gibt, nicht nur für Partikularinteressen einzutreten, sondern eben dafür, dass es den meisten Menschen in diesem Land gut geht und dass wir uns für das Land was überlegen, wie wir gut in die Zukunft kommen. Nämlich, wie wir die Kinder gescheit ausbilden, wie wir schauen, dass wir uns alle sowas wie ein gutes Leben leisten können, wie wir arbeiten gehen brav und dass wir die nicht zurücklassen, die aus welchen Gründen immer nicht arbeiten können. So, das sind einmal die Basics. Und da schaue ich mir an, wo das passiert, weil heute hast du die Situation, dass du nicht nur 350.000 Kinder in Armut leben hast, Armuts- oder Ausgrenzungsgefährdet, sondern du hast ja weit mehr als 1 Million Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und kleine EPUler, die, obwohl sie 40 oder mehr Stunden in der Woche arbeiten gehen, keine Chance haben, ihren Alltag damit zu bestreiten. Weil die Wohnkosten 50% und mehr vom verfügbaren Einkommen, das man hat, kosten, alles wird teurer, die Kaufkraft steigt nicht oder nicht in dem gleichen Maße, wie die Kosten steigen und das ganze Geld verteilt sich eigentlich nach oben um. Das ist für mich gar keine ideologische Frage, das ist für mich einfach eine Managementfrage zu sagen, ist das gescheit? Und da bin ich halt der Meinung, es ist nicht nur nicht gescheit, sondern es ist wahnsinnig blöd. Aber er gewinnt Wahlen, also so schlecht wird er nicht vorbeischießen. Naja, das ist wieder ein anderes Thema. Das ist die Angst vor dem Abstieg. Das sind die Leute, die glauben und sie einreden lassen, ein Ausländer nimmt ihnen was weg. Das war schon mein Vorwurf immer an die Sozialdemokratie im Umgang mit Jörg Haider, dass sie nie wieder hingestellt hat und gesagt hat, sag ich mir, was redest du, dumme Sau eigentlich? Die sogenannten Ausländer zahlen mehr ins Sozialsystem ein durch ihre Beiträge, als sie konsumieren. Ja? Und das ist auch heute noch immer so im Übrigen.
Also diese ganze Rederei. Und dann auf der anderen Seite geht der Kurz her und sagt, ja, wir brauchen 75.000 Pflegekräfte, machen wir ein Programm und holen wir Philippinen. Wir kriegen keine Leute mehr, die in der Gastronomie auf Tiroler Skihütten arbeiten. Zuerst haben wir die Ostdeutschen geholt, dann haben wir die Ungarn geholt, die kommen auch nicht mehr. Als nächstes kommen dann die Weißrussen oder die Ukrainer, weil die gierigen Hunde dort keine gescheiten Löhne zahlen wollen. Also was da bedient wird, ist ja wirklich ein reines Treten nach unten und halt mit einem Feindbild zu arbeiten. Das Niederträchtige daran ist, ich meine, der Kurz ist wie einer, der, weiß ich nicht, drittig als Volksschule geht und sich nicht mit Gleichaltrigen am Hof ein bisschen rangelt, sondern in die Kindergartengasse einmarschiert und sich super fühlt, wenn er zwei Mädels niederprügelt im Alter von 4 Jahren. Das ist der Kurz. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, würde ihm das als Wahlkampfmotiv wegfallen, hätte er keine Mehrheit, sagst du? Naja, du hast jede Großpartei hat einmal einen Sockel der Leute, die bis zur Urne quasi einfach mit dem Kugelschreiber am Wahlzettel nichts anderes mehr finden, weil sie schon so gewohnt sind. So die SPÖ auch, davon lebt die SPÖ in großen Teilen noch. Aber wenn man sich das rein substanziell anschaut, was soll denn das sein? Also der Kurz hat nichts anderes gemacht, als der Unterschied zwischen einer ÖVP mit 20% und 22%, wie unter Mitterlehner Spindlecker da in den Umfragen, und der Kurzpartei ist die Übernahme der FPÖ-Positionen, sonst wäre die FPÖ längst stärkste Partei, weil es einen signifikanten Anteil in der Bevölkerung gibt von zumindest einem Drittel, die einfach sagen, wir sind dazu Ausländer. Das Lustigste ist, das ist der Vergleich zur Nazizeit, der Antisemitismus war am ausgeprägtesten in irgendwelche Tiroler Bergdörfer, die in ihrem Leben nie einen Juden gesehen haben. Und mir geht es heute so ähnlich mit Flüchtlingen, weil wenn ich vom Waldviertel nach Wien gefahren bin 2015, von einem Wochenende oben oder nach einem Urlaub im Sommer, haben die Leute gesagt, pass auf in Wien, musst vorsichtig sein. Und so, wieso, was ist in Wien? Na, da sind die Flüchtlinge. Ne? Also die Leute lassen sich ja durch die Boulevardmedien, vor allem Krone heute Österreich, jetzt ist der Kurier noch dazugekommen, eine Realität berichten, die einfach mit der echten Welt zwar nicht nichts zu tun hat, aber wo das einfach völlig überschießend berichtet wird. Anstatt dass man mit drüber redet, okay, wie würde denn Österreich ohne Ausländer ausschauen? Welche Spitäle denn noch funktionieren? Wer wischt dann den Arsch aus? Wie würde denn das mit den Pflegerinnen funktionieren? Wie funktioniert das überhaupt? Also jeder von uns kennt doch Leute, die netto geboren sind, die großartig sind und die uns lieber sind als manche eigene Verwandte. Also, dass man sich da so einspalten lässt, ist die Sauerei. Und dass da niemand da ist, der den Gesamtzusammenhang erklärt. Ja? Weil was nicht geht, ist, dass wir 100 Jahre lang oder länger Afrika pudern und dann sagen, ui, jetzt wollen die da unten nicht mehr leben, na, wir haben nichts damit zu tun. Anstatt dass man sich überlegt, wie man tatsächlich dort mit Geld, wie wir nach dem Zweiten Weltkrieg einen Marshallplan gekriegt haben, damit Europa nicht vor die Hund geht, sondern wieder die Chance hat, Wachstum zu entwickeln, Arbeitsplätze zu schaffen und den Leuten was zu essen im wortwörtlichen Sinn zur Verfügung zu stellen. Sowas braucht es für Afrika auch, aber da halten wir uns zurück. Und das Zurücknehmen, nichts tun und gleichzeitig dann Leute abtreten, wenn sie in Spanien auf einen Felsen aufkraxeln wollen, das ist halt schon unterirdisch, unhumanistisch und letztklassig. Ja, aber es geht bei einem Drittel der Leute eine. Das heißt, wenn das wegfällt und die Stammwählerschaft, was hätte Kurz, was ihn gut macht? Ich weiß nicht, vielleicht seine ehemaligen Liebhaber und Liebhaberinnen oder so. Und vielleicht gibt es ja Leute, die man in Graz zum Bürgermeister geben, den Götz von den Freiheitlichen, der ist gewählt worden, weil er so schön war. Ja? Jetzt weiß ich nicht, vielleicht 2-3 Meter war sich bei den Ohren zuwischen und der Kurz jetzt über die Schönheit klingen. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube einfach, dass der Sebastian Kurz 2017 und folgend die perfekte Projektionsfläche war, weil das, was der angesprochen hat, hat ja schon der Christian Kern angesprochen. Wir müssen aufhören mit dieser Zukunftsvergessenheit, mit dieser Machtversessenheit. Sonst fahren wir an die Wand. Also der Sebastian Kurz hat nicht nur mit der Ausländerpolitik gepunktet, sondern auch mit dem Ansprechen des Gefühls, Alter, wir sind da in Österreich schon 20, 30 Jahre hinten und sollten einmal die Fenster aufmachen und gescheit durchlüften, was wir ja faktisch jetzt in der Corona-Pandemie auch belegt bekommen, dadurch, wie schwach wir in der Digitalisierung unserer Ämter, unserer Schulen und sonst wo sind. Und das Gefühl hat er gut bedient. Die Industriellen, die den unterstützt haben, haben mir aus zwei Motiven unterstützt. Die einen haben ihn unterstützt, weil sie gesagt haben, okay, da geht endlich mal was weiter. Die hat er jetzt sicher nicht mehr. Und die anderen haben gesagt, passt, der schaut, dass es keine Erbschaftssteuer gibt. Aber mehr ist er ja nicht. Also der ist eigentlich relativ knockert und wenn du jetzt die Wahlbeteiligung auch noch einkalkulierst, ist das, was will der Sebastian Kurz? Der will 25% der Österreicher, die ihn wählen und es reicht ihm. Weil die sind bei der Wahlbeteiligung, die wir haben, 35% oder mehr.
Und damit kann er immer mit irgendwem, der halt auch gerne in der Regierung will, eine Regierung bilden, weil wir die Spezialsituation in Österreich haben, dass die FPÖ in Wahrheit durch das Dasein, wie sie halt ist, andere Mehrheiten in Wahrheit ja blockiert, verunmöglicht. Ja? Also das ist das Problem. Der Sebastian Kurz braucht nicht Politik machen für 75% der Leute. Der braucht seine 20-25% aller Wahlberechtigten, so, dann gehen 70-80% zur Wahl und damit hat er 35%. Das reicht ihm. Der will gar nicht Politik so machen, dass dem Land und uns alle besser geht. Das ist gar nicht dem Wunsch. Das heißt, auch wenn jetzt in meiner Bubble, es ist ja immer eine subjektive Wahrnehmung dessen, was als Resonanz zurückkommt, wenn da eine gewisse Aufregung besteht über Bestechlichkeit, über Absprachen, über Chatprotokolle, diese Aufregung ist im politischen Kleingeld umgemünzt, eigentlich wiegt nicht schwer. Nein, weil selbst wenn die 1000 Mal sie Beilen hin und her schicken und gleichzeitig gegen die Homo reagieren und selbst wenn sie 1000 Mal gegen Ausländer sind, aber dann schwarz irgendwelche Putzfrauen aus dem Ausland beschäftigen, selbst wenn sie 1000 Mal auf offener Bühne Postenschacher betreiben, es ist wurscht, weil er sagt dann, ja, also das sagt er ja nicht, aber was mitschwingt ist, die Roten waren auch nicht anders, war ich ein Roter lieber, nicht? Wer sagt ja, es ist ja kein Naturgesetz in Österreich, dass ein Sozialdemokrat Bundeskanzler sein muss. Und das andere, was ist, er zahlt dann den Schuldigen aus. Also der zerrt sozusagen, verzerrt wieder den Fokus und die Perspektive der Leute und richtet deren Blick nicht mehr auf sich und die Schweinereien, sondern sagt, ja, das ist alles schlimm, was die machen, ja, die Kiesenburen. Aber die wahre Sauerei ist, dass du als Ausländer in Österreich 1200 Euro irgendwas kriegen kannst, während man, oh, ihr müsst brav arbeiten gehen und Steuern zahlen. Und das reicht dann. Das ist auch meistens, was als Antwort in dieser politischen Diskussion momentan zurückkommt, das machen ja die anderen auch. Ja? Egal wie dicht die Beweislage scheint, die anderen machen es angeblich auch. Jetzt bist du jemand, der sich das beste Beispiel. Tirol, der Platter, der Dilk, diese ganzen Figuren, die sind ja, die kriegen nicht einmal zusammen eine Kuh der Raumtemperatur zusammen. Aber wenn du das irgendwie in Tirol ansprichst, so wie es der Blogger Markus Wilhelm macht, dann bist du ein Tiroler Blogger in der TT, wirst nicht einmal namentlich genannt über Jahre. Du wirst fertig gemacht und in Wahrheit hat doch die Pandemie eins gesagt, wenn du so wie den Dilk oder den Platter im Fernsehen hörst, ich meine, da musst du eintreten in Wahrheit. Solche Leute kannst du nicht wählen. Und was ist dann die Antwort? Naja, der Dornauer lässt sich puffen im Auto liegen oder so. Das ist keine Antwort. Also ich sage immer so, ich ist kein Fisch, ja, weil mir der halt einfach nicht schmeckt mit Gras zu gehen von Fisch und Meeresfrüchten. Also aber nur weil ich das nicht mag, heißt das ja nicht, dass ein Reisfleisch oder was anderes weniger schlecht oder besser sein kann. Ja? Also die Ablehnung des einen hat ja keine Logik. Aber wie, absolut, wie bringt man das rüber? Also wie kann man wieder an dem Punkt, der gerade sichtbar wird, der angeblich für viele verwerflich scheint, wie kann man wieder den ins Zentrum bringen und nicht von der Nebelgranate 1 zur 100. kommen und vom nicht passenden Beispiel zum anderen nicht passenden Beispiel, sondern dass es wieder um den Kern des Problems oder den Kern des momentanen Anstoßes geht. Wie schafft man das? Naja, du brauchst einmal in einer Gesellschaft sowas wie Medien, logischerweise. Ne? Weil sonst kannst du Dinge nicht transportieren. Wir führen heute ein Gespräch, einen Tag nachdem die Zeit im Bild 1 es nicht einmal eine Silbe wert gefunden hat, darüber zu sprechen, dass der Herr Schmidt, der Chef aller staatlichen Beteiligungen, die Eigentümer dieser Beteiligung, nämlich uns, das Staatsvolk für Tiere und Pöbel hält und es lustig findet, an Flüchtlinge in Schlauchbooten herumfahren und die Gefahr eingehen, dabei zu ersaufen. Wenn du heute als Politiker Ideen ventilieren willst, brauchst du Medien, die diese Ideen ja an den Bürger übermitteln, an den Leser, die Leserin, den Zuschauer, den Zuschauer. Und das haben wir nicht. Ja, das heißt, es sind ja nicht alle auf Facebook jetzt auf der Seite, weiß ich nicht, von Herrn Hofer und von der Frau Randy Wagner und von anderen Politikern und warten dort den ganzen Tag, dass sie informiert werden, sondern die schauen halt fern, ja, und lesen Zeitung im besten Fall. Und im besseren Fall eine Bundesländerzeitung und nicht irgendeine Boulevardzeitung. Und wenn du kannst die besten Ideen haben, ja, wenn keiner darüber berichtet, was willst du machen? Ist aber also auch das wieder, ist das Problem. Du brauchst einmal Öffentlichkeit. Ist aber auch wieder ein Beispiel dafür, dass es in Österreich ausgeht. Also wenn der Chefredakteur, wenn die Journalie anders schreibt
und dafür nicht zur Rechenschaft gezogen wird, sondern mehr Vorteile als Nachteile hat, geht es aus für Sie? Na sicher geht es aus, wenn die Krone statt titelt, Kurz ist angeklagt, Kurz geht in die Offensive, sagen die Leute, ja, jetzt geht der Kanzler in die Offensive. Ohne zu wissen, um was überhaupt geht, vom Sachverhalt her. Die Leute, das ist die wurscht bei Steuerfragen oder wurscht, was das ist. Ja, es ist ja mit menschlichem Verstand nicht zu erklären, warum Arbeit mit 50% besteuert wird und Erben gar nicht. Ja, weil das überhaupt keine Leistung ist, ja, wenn es irgendwen aufstellt und man dann dafür Geld kriegt. Ja, außer man hat ihn umgebracht, habe ich mal in einem Kabarettprogramm gesagt. Also die einzige Leistungsträgerin nach ÖVP-Manier wäre die schwarze Witwe Elfriede Blauensteiner gewesen. Ja. Weil die Leute wenigstens selber heimtrat. Ja. Aber sonst ist damit keine Leistung verbunden. Na, und die Österreicher, selbst die nichts verdienen, tun dann so, als könnten sie einmal von einer Vermögensteuer betroffen sein, weil wir in Österreich so eine Art Fliesenleger-Mentalität haben, im Glauben, man kann vom Fliesenlegen reich werden oder von beim Bill an der Kasse sitzen. Und deswegen ist man dagegen, weil einem das die herrschende Klasse heute halt die ganze Zeit einredet. Ja. Natürlich ist es auch ein Versagen der anderen Parteien, wenn man nicht einmal mehr erklären kann, für was man steht, für welches Weltbild, wie soll das Österreich ausschauen, in dem wir gerne leben würden. Das ist ja nicht so kompliziert aus meiner Sicht. Ja, ich verstehe das überhaupt nicht, warum die meisten politischen Akteure nicht in der Lage sind, zu erklären, was eigentlich ihre Ideen und Überzeugungen sind, weil viele vom Wohlstand profitieren sollen. Ich meine, das ist jetzt einmal ein Soz, ja, aber da müsste ich ja sagen, wie schaffe ich sowas, wie mache ich sowas, wie stelle ich mir was vor? Weil nur mit dem Satz, ich würde gerne in einem schönen Haus wohnen, ohne einen Plan zu zeichnen, werde ich kein Haus bauen können. Und das fehlt, ja, und das ist ein Problem, das ich seit Jahren in allen Parteien mehr oder weniger wahrnehme, dass sich das alles nur in Überschriften und Schlagzeilen bewegt, aber nicht wirklich in konkreter Arbeit, wie man es halt, wie es jeder von uns jeden Tag in der Arbeit macht, in Wahrheit. Weil du kannst dir auch nicht sagen als Bilderverkäuferin, ja, die Regale können schon gescheit eingeschlecht. Du musst sehr schlicht nach. Und das fehlt aus meiner Sicht, weil halt diese Klasse mit sich selbst beschäftigt ist. Das heißt aber, Kurz macht es eigentlich relativ intelligent. Die Medien, die du schon genannt hast, die eine hohe Breitenwirksamkeit haben, die werden staatlich frisch groß subventioniert, gerade in pandemischer Zeit nochmal mit einem Extrabonus versehen. Es werden großflächig Inserate geschaltet. Braucht man sich aber als Wähler jetzt auch keine Veränderung wünschen bzw. erwarten, oder? Na, wünschen sollte man sich schon, aber wenn ich heute weiß, dass die Feimannsche Inseratenpolitik von Kurz, ich meine, und die Grünen zum, weiß ich nicht, zum Quadrat oder zu irgendeiner anderen Potenz betrieben wird, ich meine, wir geben 210 Millionen Euro ausgeschrieben aus für Werbung. Wofür? Wenn ein Politiker heute was sagt, wird darüber eh in der Zeitung geschrieben. Das wird ja nur deshalb ausgegeben, weil die meisten Medien in Österreich ohne Stellen, also ohne den Inseraten öffentlicher Stellen pleite wären. Und wenn du jetzt unter einem ökonomischen Druck bist, ja, und du quasi bist beim Tersaufen und der Kurz hält dir das Staberl hin, damit du dich aus dem Dreck auserziehen kannst und sagt, brav sein, sonst, der muss nicht einmal sagen, brav sein, sonst nehme ich Staberl weg. Es reicht, wenn du am Staberl hängst. Und dann kommen halt solche Dinge heraus wie jetzt. Das ist das große Problem. Aber auch wenn ich jetzt als Journalist motiviert bin und ich sage mal, ich möchte anders berichten, die Primärinformationsquelle liegt dann aber oft bei Heute oder Österreich, die dann zitiert werden müssen, weil dort hat Kurz seine Erstbotschaft geparkt. Das heißt, die Relevanz eines solchen Mediums ist schon wieder gegeben. Auch da... Ja, sicher. Der Kurz geht auch... Was weiß ich, die gehen ja lieber zu OE24 und lassen sich dort wohlgefällige Fragen stellen unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil es dann halt in der Zeitung gut drüber geschrieben wird, als irgendwie sich in ernsthafte Auseinandersetzungen mit politischen Mitbewerbern zu begeben. Wann ist denn der Kurz das letzte Mal seit seiner Wahl eigentlich, seit diesen Duellen, mit irgendeinem politischen Mitbewerber im Fernsehen gewesen und hat über die Ideen für ein besseres Österreich diskutiert? Das findet ja nicht statt. Das ist eine Kommunikation wie von der KPdSU. Da wird von oben herab kommuniziert, es gibt keine Fragemöglichkeiten. Wenn Fragen gestellt werden, sagt man der Journalistin, sie werden ein eigenes Hirn haben oder bei allem Respekt, das können sie nicht ernst meinen. Das ist ja kein Diskurs auf Augenhöhe, wie man es eigentlich früher gewohnt war. Früher wurde man ja auch gestritten. Ich meine, das würde ich mir wünschen, dass jeden Tag im Fernsehen gestritten wird über die besten Ideen fürs Land, nämlich. Wie löst man das mit der Arbeitslosigkeit? Wie bringen wir die Wohnkosten runter? Da gibt es ja unterschiedliche Ansätze von mir. Aus dem Kurz ist das alles wurscht.
Aber wie kann man das schaffen? Wie kann man da zumindest in der Kommunikation, was ja jetzt nicht nur politisch bestimmt ist, wie kann man das schaffen? Weil das ist ein großer Hebel, so wie du richtig sagst oder wie du auch gesagt hast, da kriegen die Leute Informationen her. Was ich machen würde, ist relativ einfach. Ich tät mir drei. Das Problem ist ja, die Leute warten. Erstens haben die Leute ein völlig falsches Bild von Politikern und glauben, ein Politiker oder Politikerin muss zu jedem Thema der Welt alles wissen. Das ist ein Blödsinn. Das zweite ist, politische Parteien müssen sich nicht um alle Themen kümmern. Wäre ich die SPÖ, würde ich mir drei, vier Themen nehmen. Nämlich die das unmittelbare Leben der Menschen betreffen. Das sind einmal die Wohnkosten, das ist Gesundheit und Pflege, allein schon wegen der Eltern, weil da hast du einen direkten Anschluss, das ist wegen der Kinder und wegen der Zukunft auch der Arbeitskräfte etc. und der Zukunft unserer Gesellschaft. Ja, weil eine Gesellschaft von Trotteln wollen wir nicht haben, ist Bildung logischerweise. Du wirst logischerweise am Klimaschutz nicht vorbeikommen, weil wenn es uns im Planeten unterm Arsch wegbrennt oder unsere Nachfahren, ist auch nicht sonderlich sexy. Und das sind die Dinge, und das Steuersystem, das sind die Dinge, die die Leute fundamental in ihrem Leben betreffen. Okay? Und da musst du einfache Forderungen haben. Und die musst du einfach so lange vor dir hertragen, wie der Herr Kurz die Balkannote vor sich hertragen hat, bis keiner mehr gehört hat. Bis keiner mehr hören hat wollen. Weil in der Kommunikation gibt es das Phänomen, wenn du dich selber als Kommunikator schon anspeibst, weil du das tausendste Mal sagst, erst dann beginnst draußen zu wirken. Das ist das Problem. Und das machen die Sozialdemokraten zum Beispiel nicht genügend. Also dieses Day on the Message, was man immer wieder hört, extrem wichtig, aber zuerst muss ich mal ein Message haben. Ja? Weil der Unterschied zwischen dem Kurz und den politischen anderen Akteuren ist, die wollen was wenigstens. Der Kurz will nichts außer Macht. Die Freiheitlichen wollen Dinge, die will ich nicht, ja, politisch. Aber die wollen was, die wollen weniger Ausländer oder irgendwas. Da kannst du sagen, bin ich dagegen, sonst trotteln. Nein, ist wichtig, ist nicht wichtig, keine Ahnung, kannst streiten. Der Kurz hat ja kein politisches Konzept, was er tatsächlich will. Es ist mir kein Programm bekannt, das er jemals selbst ernst genommen hätte, das er verfasst hat. Im Wahlprogramm ist drin gestanden, die kalte Progression wird abgeschafft. Das haben die Blauen auch im Wahlprogramm gehabt, dann haben sie eine Koalition gebildet und abgeschafft worden ist nicht. Das hat keine Logik in sich. Ne? Sondern was du heute brauchst, ist eine klare Vision, nämlich relativ einfach, sind wir uns einig darüber, dass wenn jemand hakeln geht, dass man davon ein ordentliches Leben führen kann. Und wenn der gesellschaftliche Grundkonsens da ist, dann gibt es ja alles andere von selber, weil wenn ich der Meinung bin, dass man von der eigenen Arbeit leben können soll und nicht nur überleben, dann muss ich mir anschauen, okay, wo sind denn die Mieten im städtischen Bereich, was kostet eine Wohnung in Innsbruck mit 50, 60, 70 Quadratmeter? Rede ich noch gar nicht vom Eigentum, rede ich von der Miete. Okay, puh, dann wäre ich mit 1200 Euro oder 1400 Euro netto nicht weit hupfen. Und dann muss man sich halt überlegen, okay, es gibt ja drei wesentliche Fragen, ich erkläre das immer ganz gern. Man sollte sich darauf einigen, was wollen wir Staat, wofür der Staat da ist. Also, wie wollen wir miteinander tun, was ist uns wichtig, was ist uns weniger wichtig. Ja? Das zweite ergibt sich daraus, nämlich, was kostet es? Wenn wir sagen, jeder Bezirk, auch in Reutte und in Imst und überall muss ein Spital stehen, das kostet was. Okay, daraus ergibt sich eine Summe, was kostet es? Und die dritte Frage ist, wie finanziere ich das? Jetzt finanzieren wir es so, dass wir es hauptsächlich aus Steuern auf Arbeit finanzieren. 0 Euro auf Vermögen, 0 Euro auf Erbschaften, sehr wenig auf Unternehmensgewinne im Vergleich, aber extrem hoch über Konsumsteuern, also Mehrwertsteuer und vor allem Lohn- und Einkommensteuern. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt, das ist ja nicht das sonderlich intelligenteste System, das einzige Einkommen, das ein Mensch bekommen kann, das mit der eigenen Leistung zu tun hat, am höchsten zu besteuern, weil ich glaube, leistungsfördernd ist das nicht. Ja? Also, und das sind Dinge, die muss man gesellschaftlich verhandeln und debattieren. Und nicht drüber, man kann schon drüber reden, sind 3.000 oder 5.000 oder 10.000 Asylwerber im Jahr zu viel. Jederzeit gerne. Nur dann diskutieren wir auch drüber, wie deppert unsere Polizei geführt ist vom Nehammer, das sind Terroristen mit der Puffen und beim Munitionskauf trotz Beobachtung durch die Staatsbehörden in der Slowakei nicht erwischen. Ja? Oder dann reden wir drüber, warum Vergewaltigung oder andere noch immer nicht angeschoben worden sind. Und nicht über ein paar depperte 14-, 15-jährige Bärchen, die irgendwo einen Kaugummi fladern beim Spar. Also, oder bei der Impfreis. Gerade wenn du sagst, die Steuer auf die Arbeit, aufs Einkommen ist jetzt nicht unbedingt die intelligenteste. Aber wenn du das quasi motivierten
Leuten sagst, dann sagen sie, dann arbeite ich halt noch mehr. Dann hast du plötzlich eine Gesellschaft, die extrem viel arbeitet und die teilweise dann auch sich überarbeitet. Also das funktioniert der Schlüssel sogar teilweise als Motivation, zu sagen, ja, dann halt noch mehr, dann noch mehr. Ja. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Die Leute müssen mehr arbeiten, damit sie sich das Leben leisten können und das ist ihr vorstellen. Deswegen gehen die dann den extra Meter, oder? Wenn du aber den Leuten sagst, du pass auf, Leistung zahlt sich wirklich aus. Ja? Also du kannst mit deiner eigenen Arbeitsleistung Wohlstand arbeiten, was heute denkunmöglich ist in den 99% der Fälle, weil du da wirklich auf familiären Background und Erben angewiesen bist, wie wir wissen. Wenn ich den Leuten heute sage, du pass auf, ich nehme da nicht mehr 50% weg in der Einkommensteuer, sondern sagen wir für die ersten 200.000 maximal 30%, ja? Dann wird die Motivation bei den Leuten, die du ansprichst, eine noch höhere sein. Zumindest spieltheoretisch, würde ich meinen. Ja? Logischerweise, weil dann habe ich ja noch mehr davon. Ich glaube aber, dass man zu einem Maus kommen muss, einmal zu einem Konsens, wo man sagt, ich meine, es hat ja keiner festgelegt, dass man sagt, der Markt, ja, eine Pflegerin kriegt einen Tausender, Rechtsanwaltsgehilfin 1400, Architekt, weiß nicht, 5000, der Sektionschef 12.000 und der Orthopäde 50.000 im Monat. Warum verdient, also ich weiß nicht, von unseren Nachbarn das Kind hat ein Loch im Herzen gehabt, ist jetzt operiert worden, ja, überlebt und wird sich da fangen. Man täte den operiert und sollte mehr verdienen als irgendein Kicker wahrscheinlich. Ja? Also von der gesellschaftlichen Relevanz her. Ja? Wir müssen einfach schauen, was ist Arbeit wert. Ja? Das ist einfach bei uns völlig krank, eingerissen. Und im Übrigen gibt es da Parallele, je mehr Frauen in einem Beruf arbeiten, desto schlechter ist er bezahlt. Die Gesellschaft ist die Instanz, die der Arbeit einen Wert zuordnet. Wenn sie das anders zuordnet, würden wir anders entlohnen. Das ist unser Wertesystem. Das kriegen wir ja nicht vorgeschrieben. Das schreiben wir uns selber. Nein, das glaube ich nicht, sondern wir leben in einem kapitalistischen System, das uns dazu erzogen hat, dass wir immer zum bestmöglichen Preis einkaufen. Ja? Die Leute regen sich wahnsinnig auf, wie Tiere gequält werden, aber wenn das Freilandhändler beim Biller 16 Euro kostet und die gequälte Henne 4, werden die meisten trotzdem zu Quoten greifen, weil die andere ist ja auch umgebracht worden. Ja? Um es jetzt zu simplifizieren. Das ist das Problem. Ich glaube nicht, dass jemand der Meinung ist, dafür, dass unsere Eltern pflegt werden, das ist uns nur 1.000 Euro wert. Ich glaube nicht, dass das wer sagt. Aber wenn es so billig zum Home ist, dann war ich deppert, wenn man mehr zahlt. Also ich glaube nicht, dass man sich so einfach machen kann, dass man sagt, na ja, das ist das Wertesystem und das, nein, sondern das ist Politik. Das ist tatsächlich politische Entscheidungen. Und ich glaube nicht, ich glaube zum Beispiel, dass die Mehrheit der Österreicher wirklich nicht will, dass Tiere gewählt werden. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Mehrheit der Österreicher der Meinung ist, dass Arbeit eigentlich das Zentrale im Leben ist und daher privilegiert zu besteuern ist. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Leute der Meinung sind, also wenn es jetzt ein Programm gab mit Förderungen, wo man alle ein E-Auto kriegt und einen Preis, wo man es sich leisten kann, dann ist es schon gescheiter, wenn man die scheiß Diesel- und Benzinautos weggeben. Weißt du, was ich meine? Also da geht es um Ordnungspolitik. Das ist das Entscheidende. Wenn der Staat keine Leitplanken setzt, der Kapitalismus ist ein System, das es Arschlöchern ermöglicht, sich wie Arschlöcher zu verhalten und dafür noch reichlich viel Geld zu kriegen. Das ist das Problem. Weil eben so Dinge wie gesamtgesellschaftliche Verantwortung, Unternehmensethik und so weiter in dieser von Profitgier getriebenen Systematik eine Rolle spielen. Das ist ein Wurscht. Heute wird alles in Geld gemessen. Die Zeit, die du verscheißt, wenn du Vater wirst und im Kreis so deiner Frau zuschaust, bis dir das Putzerl rausdruckt, sogar das, weil der Föste in der Arbeitszeit, kann man sich ausrechnen, aha, da wird er so und so weniger produktiv sein. Die Leute gehen, das hat alles mit Geld zu tun. Warum gehen, es ist ja nicht so, dass die meisten Männer heute jetzt deppert waren, ein Baby zu wickeln oder sie zu gut sind oder sagen, nein, dann bin ich kein Mann. Nein, die setzen sich zusammen und sagen, okay, puh, ich verdiene mehr als gescheiter, du machst das. Das ist alles eine Frage der Ordnungspolitik, das kann man alles anders organisieren. Aber darum ist ja auch die Politik per se so anfällig auf Korruption. Wenn ich dadurch einen finanziellen Vorteil habe, muss ich schon sehr wertefest sein, dass ich nicht ziehe. Die ganze Menschheit ist anfällig auf Korruption. Also das ist nicht eingeschränkt auf Politik. Also wenn du jetzt, weiß ich nicht, wenn du da in deinem Hinterzimmer ein Möbel liefern lässt und der fragt eine Rechnung und das kostet dann 30% weniger und du willst eh nicht abschreiben, sondern zahlst irgendwie anders, was machst du denn dann? Oder wenn ich hab das schon oft erlebt mit Handwerkern, wo die gesagt haben, man darf ihnen wenigstens eine Rechnung schreiben, weil ich finde schon fast keinen mehr, der eine Rechnung schreiben kann. Ja? Also ich glaube,
Was ist Korruption? Korruption ist nicht, wenn man die Nachbarin um 15 Euro die Haare schneidet. Das ist von mir aus schwarzer Welt, aber nicht einmal das. Ja? Korruption ist nicht, wenn Freunde helfen, wenn sie damit in den Lehmer ein Haus bauen und die helfen da beim Köller betonieren. Das ist keine Korruption. Es ist auch keine Korruption, dass man in einer Firma jemanden einstellt, den man von vorher schon kennt. Weil, wenn ich wen einstelle und ich habe die Chance, wen einzustellen, vielleicht ist der nicht so qualifiziert wie der andere, aber dem vertraue ich wenigstens. Ja? Das finde ich auch noch okay. Korruption ist für mich dann, wenn tatsächliche Bereicherung stattfindet, wenn tatsächlich zu einem entscheidenden Nachteil entschieden wird, wenn was gestohlen wird, um es präzise zu sagen, ja? wenn Geld verschwendet wird, ja? Dann, aber so zu tun, ich meine, Österreich ist, in der Pandemie haben wir das gesehen, die Baumärkte, das waren jetzt nicht die Privaten, die sich das geholt haben, daheim zum Heimwerken, das war die ganze Schwarzwirtschaft quasi, die sich das Material wieder geholt hat, damit sie pfuschen können. Aber wenn die nicht pfuschen gegangen und die Marine nicht vom Pfuschen hätten, hätten sie nichts zum Fressen. Und wenn der Taxifahrer nicht hin und wieder ein Taxameter dran tät beim Fahren, hätte er auch weniger. Darum ist früher jeder Kölner zum gewissen Teil schwarz brennt worden, weil sich das sonst gar nicht ausgegangen war. Und das heißt, wir lügen uns ständig nur an. Ja? Wir müssen einfach sagen, okay, eine gewisse Arbeit hat einen gewissen Wert. Es braucht Kostenwahrheit. Es darf kein Schnitzel, es gibt kein Schnitzel um 10 Euro. Es gibt keinen Friseurbesuch um 10, 15 Euro für einen Mann. Man hätte Stunden von 35, 40 Euro drin sein muss, beziehungsweise Kosten, da ist noch keine Miete eingerechnet, nichts. Und noch nicht einmal der Unternehmerlohn, wenn du jetzt Angestellte hast, wir lieren uns ja selber an. Das ist die ganze Diskussion, es muss alles billig sein, weil jeder muss sich ein Schnitzel leisten können, jeder muss sich einen Friseurberuf leisten, Besuch leisten können, ist doch ein Blödsinn. Ich schneide mir seit einem Jahr in der Scheißpandemie die Haare selber. Und könnte mir aber jeden Friseur der Welt leisten. Ja? Also das ist kein Drama, wenn man jetzt zu keinem Friseur gehen kann. Es regt sich ja keiner auf, dass er nicht jeden Tag Austern fressen kann. Aber nein, das tägliche Schnitzel muss sein und deswegen der Fleisch nicht teurer sein und deswegen müssen wir die Viecher quälen. Ist doch ein Blödsinn. Da braucht es einfach Leute mit Eier, die sich hinstellen und sagen, okay Alter, das Schnitzel kostet 20 Euro und wenn du das nicht leisten kannst, wirst du das nicht kaufen können. Aber da ist nicht der Wirt schuld und keiner anderer sonst und nicht einmal du, sondern die Trotteln, die du gewählt hast. Weil es gab eine Alternative. Das ist Verantwortung. Wir müssen aufhören, die Leute wie Kleinkinder zu behandeln. Da war nämlich vor kurzem da real im Hinterzimmer der Christian Bachler, wo wir, genau über, das, weil genau, wo wir genau über das geredet haben. Und schlussendlich ist es, solange die Politik gewisse Rahmenbedingungen nicht schafft, wird der Handel natürlich versuchen, seinen Vorteil zu holen, wird versuchen, der Konsument seinen Vorteil zu holen. Das heißt, es geht eigentlich schlussendlich nur über die Spielregeln, über die Rahmenbedingungen und das ist eine Frage der Politik. Es geht nur um die Ordnungspolitik, wenn heute jedes Viech, weiß ich nicht, statt 1,5 Quadratmeter in meiner Zucht so, darfst du das Bio auszeichnen, wenn es 1,5 Quadratmeter Auslauf hat. Ich meine, die hat 1,5 Quadratmeter vom, mein Volumen ist jetzt in Kubik, aber du weißt, was ich meine, also führieren kann sie den nicht. Wenn ich heute sage, so ein Viech muss 30 Quadratmeter haben, na, dann wird es völlig aufstehen, weil das wird sich für den nicht ausgehen. Aber das wäre dir wohl gerecht. Na, und dann kostet das Fleisch halt mehr. Also dieses Nein, das ist Armen oder Sozialschwachen feindlich, dann ist mir lieber, ich subventioniere von mir aus den Leuten ein Schnitzel. Ja? Und zahle die Bauern ein gescheites Geld dafür, damit die von dem Produkt wieder leben können, nicht von irgendwelchen anderen schwachsinnigen Förderungen, sondern dann ist mir als Staat, muss es ja wert sein, damit wir was Gescheites zum Essen kriegen und unsere Kinder auch und nicht irgendein mit Antibiotika und sonst was verseuchten Dreck aus Zuständen, wo es jeder Sau kraust, ja, und das nur als Bio verkauft wird sogar, ja, dann muss man der Geld dafür in die Hand nehmen. Mein Gott, wir geben für so viel Scheißdreck Geld aus als Gesellschaft, dann wird man halt Fleisch subventionieren. Aber über kurz oder lang ist Fleisch nicht die beste Idee für den Planeten, sage ich als jemand, der jeden Tag Fleisch gegessen hat, jetzt nicht mehr jeden Tag, aber trotzdem, ich liebe Fleisch. Ja. Nur, ich sehe nicht ein, warum man Viecher dafür gewöhnen muss. Ich meine, jetzt ist, du kannst es in Biohaltung mit gescheit Auslauf und mit Hofschlachtung, ja, du musst es nicht in diese Tierfabriken niederschlagen. Das ist alles Politik. Ich brauche nicht, was ich zum Beispiel noch nie verstanden habe, das kann mir auch niemand erklären, ist, wenn ich weiß, dass Viecher einen Stress haben, wenn sie zum Schlachthof gebracht werden.
Warum ist es überhaupt erlaubt, die weiter zu führen als bis zum nächsten Schlachthof? Ich verstehe das nicht. Warum führt man aus Polen auf Schlachthöfe nach Tirol Viecher zum Schlachten? Warum ist das nicht verboten? Ist doch völlig krank. Aber das hast du in allen Bereichen. Weißt du, Florian, das ist das Problem. Und solange sich da nicht Leute damit beschäftigen und sagen, ja, das ist halt so, weil uns diese scheiß Habsburger noch immer im Knack sitzen und unsere Autoritätshörigkeit, das war schon immer so, kann man nichts machen. Natürlich kann man was machen, wir sind doch alles mündige Bürger. Würdest du nochmal in die Politik gehen, um genau solche Dinge, ja, oder näher ran? Ist gut möglich. Also ich bin im Moment in einer Phase meines Lebens, wo ich mir sehr viel Gedanken mache, für was lebt man eigentlich und so. Und ich glaube, dass ich, man kann mir jetzt nicht vorwerfen, dass ich mich zu wenig in die politische Debatte einbringe, beziehungsweise nicht eine starke Stimme der Zivilgesellschaft wäre. Ich kann da gar nicht anders. Aber natürlich stellen wir in der letzten Zeit und auch verstärkt durch Corona die Frage, ob nicht tatsächlich einmal das eine gehen tut, eine mögliche Form der Zukunftsgestaltung wäre. Ja? Ich glaube halt nur, ich tät da nicht wahnsinnig alt werden und wäre nach einem halben Jahr wieder weg, entweder weil es mich aufstört, weil ich irgendwann einmal, weiß ich nicht, bei Rot zu einer Ampel hinbrunzt habe oder irgendeinen Kieferer beschimpft habe, was mir ja wurscht ist, aber in den Augen der Österreicher wäre es halt eine Katastrophe. Oder weil ich nach einem halben Jahr so ähnlich wie der Alfred Noll, der für die Liste Pilz im Nationalrat war, einer der gescheitsten Menschen des Landes, gesagt hat, Alter, das, wir haben ja keinen Parlamentarismus, was soll ich da drin hocken? Also reizen tät es mich vielleicht schon, aber ich habe es für mich noch nicht entschieden. Wenn du mich heute fragst, würde ich glauben, dass wenn die Wahlen regulär 2024 stattfinden, dass ich dem nächsten Nationalrat angehöre, würde ich sagen, mit heutigen Tag mit einer Wahrscheinlichkeit, die größer als 50% ist. Welche Partei würde dir entsprechen oder würdest du eine eigene aufstellen? Mir ist das wurscht. Wenn ich für eine Partei kann, kann man jede Partei ein Mandat geben, ist mir völlig wurscht. Ich würde keine der bestehenden Parteien beitreten mehr. Ja? Also ich wäre bereit, ob das jetzt natürlich am liebsten für die Sozialdemokratie, aber ich würde genauso für die Grünen oder für die Neos als parteifrei ins Parlament gehen, weil ja nicht für die Partei ins Parlament ginge, sondern als Rudi Fussi. Also das ist einmal das Erste. Ja. Also laut Verfassung ist ja jeder Abgeordnete nur seinem Gewissen vereinbar, also auf welcher Liste man da in den Nationalrat kommt, ist mir persönlich völlig wurscht, weil ich agiere nach meinem Gewissen. Wenn was blöd ist, finde ich es blöd, wenn was gescheit ist, finde ich es gescheit. Wenn ich es nicht verstehe, lasse ich es mir erklären. So. Aber da bist du halt nicht so super Teflon beschichtet wie der Kanzler. Da kannst du nicht alles an dir abprallen lassen. Da bist du ja dann greifbarer. Das ist mir wurscht. Also ich bin die Zeit, oder sagen wir so, ich habe mir einen gewissen Status erarbeitet und der bedingt für mich unabdingbar, dass ich auf Signale der Außenwelt jetzt nicht wahnsinnig reagiere. Also ob mich jetzt wer mag oder nicht, das ist lieb, wenn mich wer mag, da freue ich mich. Wenn wir sagen, mag mich nicht, kann ich genauso gut damit leben, ist mir wurscht. Wenn jemand sagt, der Fussi redet am Blödsinn, dann würde ich gerne hören, warum er der Meinung ist. Wenn jemand sagt, der Fussi ist super, würde mich auch interessieren, warum er der Meinung ist. Ja? Aber grundsätzlich eine Parteigründung in Österreich ist wahnsinnig schwer, weil kostenintensiv und auch erschwert letztlich durch das neue Parteienfinanzierungsgesetz, weil du darfst nicht mehr als 700.000 Euro im Jahr aufstellen. Ich glaube nicht, dass ihr ein Problem hätte, das Geld, das es braucht, zusammen zu kriegen. Das ist die geringste Sorge. Es ist tatsächlich eine Frage ja, der Medienlandschaft und bringt es was? Weil ich bin der festen Überzeugung, es würde nicht wahnsinnig viel bringen, eine weitere 5-7% Partei zu gründen, sondern genauso wie ich der Überzeugung bin, dass uns nicht weiterbringen wird, an den kleinen Schrauben zu drehen, sondern wir schon sowas wie eine gescheite Revolution brauchen, ohne Tote. Aber tatsächlich mit radikalen Veränderungen in unserer Gesellschaft einhergehend, ja, ob das in bestehenden Parteien geht, weiß ich nicht. Ist mir ehrlich wurscht. Früher haben wir gesagt, ich schnupfe die SPÖ. Ob das so die beste Idee ist, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Wobei ich an den Grundgedanken der Sozialdemokratie noch immer stärker glaube an alles andere. Die Frage ist halt, inwieweit ist die SPÖ noch sozialdemokratisch, aber das ist eine akademische Diskussion. Das war nämlich eine Frage vorab über Facebook von der Gabriela Reznicek, wann du die SPÖ endlich übernimmst. Ja, das liegt nicht an mir, glaube ich. Also ich glaube, man kann nur als Parteivorsitzender werden und ich habe oft genug öffentlich gesagt, ich
der redet nie wieder in die SPÖ ein, solange der Vorsitzende nicht von allen Mitgliedern gewählt wird. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass du eine Volksbewegung nur dann starten kannst, wenn du tatsächlich das von unten auf gestaltest, sonst wird es nicht nachhaltig sein. Du kannst ein Marketing-Erfolg haben wie Kurz. Aber was wir brauchen, ist, dass in allen Ortschaften Österreichs Leute sich wieder an der Politik beteiligen. Und nicht, weil es darauf geil ist, ein Foto in der Zeitung zu sehen, sondern weil sie sagen, hey, wir sind da zusammen benannt und müssen die Probleme, die wir haben, lösen. Von der kommunalen Ebene bis auf. Und ich glaube, das schafft man am besten, indem man von unten auf ansetzt. Ja. Aber du merkst ja selber, oder du weißt ja selber, Marketing wirkt. Also die Millionen, die er da reinbuttert, das Mascherl ist der Kiss. Sicher wirkt es, aber ich bin der festen Überzeugung, also das Problem in der Politik ist, dass sie sehr kurzlebig orientiert ist. Nicht? Also man denkt an die Schlagzeile von morgen, man denkt an das, was im Report nächste Woche kommt und vielleicht denkt man an die nächste Landtagswahl. Mein politisches Verständnis ist ein gänzlich anderes. Mein politisches Verständnis ist, dass wenn ich mich politisch betätige, mache ich das nicht mehr für mich, sondern diejenigen, die davon profitieren würden, wären, weiß ich nicht, die 20 Jahre oder 25 Jahre nach mir. Ich glaube, dass du einfach, wenn du politischen Erfolg haben willst, dauerhaft, musst du ein klares Bild vertreten von dem, was du willst. Du musst es glaubwürdig vertreten und du musst es über eine gewisse Zeit tun. Also du kannst nicht sagen, jetzt mache ich für die Wahl einmal das so und so, sondern nein, du musst einfach prinzipientreu durchziehen und sagen, das ist die Welt, die wir uns vorstellen, weil Partei sind nichts anderes als der Zusammenschluss von Menschen, die ein ähnliches Weltbild haben und ähnliche Vorstellungen. Und das musst du durchziehen und nicht verkaufen für irgendwelche Posten oder irgendeine Macht, sondern du musst ja die Österreicherinnen und Österreicher in die Verantwortung nehmen und ihnen sagen, pass auf, ich habe gesagt, was ich mit dem Land machen will, wenn sie das nicht will, dann wird es auch nicht passieren. Da darf sich aber keiner aufregen, dass es nicht passiert. Also insofern, ich finde es ja immer lustig, wenn man sagt, man geht in die Politik, um was zu werden. Mehr werden, als ich bin, kann ich nicht mehr. Ich bin der Rudi Fussi. Das ist mehr, als ich mir in meinem Leben vorgenommen habe. Und das ist okay für mich. Also ich brauche nicht mehr sein, als ich bin. Ich würde gerne das Land substanziell verändern helfen, egal an welcher Stelle. Ich glaube nicht, dass man dafür im Nationalrat sitzen muss, weil wenn man sich jetzt die ehrliche Frage stellt, wer hat in dem Land mehr zum Sagen, die meisten Nationalratsabgeordneten oder ich, würde ich mal sagen, das bin schon noch ich, als die meisten Hinterbänkler. Also insofern, um das geht es ja nicht. Es geht wirklich darum, wollen wir die Gesellschaft zum Besseren verändern und wollen wir einfach die Dinge, die wirklich Arsch sind bei uns, abstellen. So. Und alles andere interessiert mich nicht. Ja, also, dass ich mich wegen 8.500 in den Nationalrat sitze, ist mir völlig wurscht. Das ist nicht meine Motivation. Was, ja, ich überlege jetzt gerade, was quasi, weil die Nationalratsabgeordneten werden jetzt quasi sagen, na, das bin schon noch ich, die da was mitbestimmen und mehr als der Fussi. Was hättest du von deinen Impulsen, die du gibst, umgesetzt auch gesehen? Oder verstehst du die momentan als der Zurufer und der Aufzeiger? Nein, da hat es viele Dinge gegeben, die in der Politik letztlich nicht nur in der Debatte eine Rolle gespielt haben, sondern eine Wirkung erzeugt haben. Die Eurofighter sind am Ende des Tages gekauft worden, aber die Wirkung war mit Sicherheit, dass sehr viel mehr über das Thema geredet worden ist und auch über die Machileukes, die da betrieben worden sind, als sonst. Wenn ich heute in den sozialen Medien mich über ein Thema aufregt oder ein Thema hochspüle, gelingt mir das leichter als den meisten Nationalratsabgeordneten. Weil irgendwelche Hinterbänkler, man abgesehen davon, dass die meistens nichts zum Reden haben und auch nichts zu sagen und insofern ist es eh gescheiter, wenn sie nichts reden, weil sie eben nichts zum Sagen haben. Der Einfluss ist, wenn ich mich heute über was aufrege, habe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass das irgendeine Wirkung entfällt, als wenn es irgendein Hinterbänkler im Nationalrat tut. Umgekehrt könnte man auch sagen, wenn ich im Nationalrat huckert, wäre ich wahrscheinlich einer der am wahrnehmbarsten Akteure da drinnen. Aber ich glaube nicht, dass man dafür in einer politischen Rolle sein muss, ehrlich gesagt, um wahrgenommen zu werden. Ich glaube einfach, es braucht eine solide Wertebasis und einfach das, der Heini Staudinger sagt immer, scheiß da nichts. Ja, also das nicht drauf schauen, wie kann ich durch Politik das erreichen, weil wir haben jetzt eine Negativauslese. Ich hoffe, wir tun nur die nach oben, die immer am bravsten über Jahre die Pappen halten und nie ihre eigene Meinung sagen, sondern halt schön das überreden, was Politiker in diesem Politikersprech halt unerträglicherweise von sich geben. Das möchte ich ja gar nicht. Aber ich kann nicht einmal ausschließen, dass die Bevölkerung das so will,
Also vielleicht sind das nur 20%, die sagen, ja, das Glas, dass da nochmal so bloß, was ich denke, der Rest hörst bitte, das wollen wir gar nicht hören, da machen wir uns nur Kopf weh. Das kann schon sein. Du bist ja momentan selber auch auf YouTube aktiv mit Bussi Fussi. Das ist ja ursprünglich auf Puls 24 auch gelaufen. Warum hat man es dort eigentlich abgedreht, nach nur 2 Folgen? Na, offiziell war es die Pandemie und Einsparungen, was ich aber nicht recht glauben kann, weil man weiß, dass wir dem Sender die Ausstrahlung kostenfrei anboten haben und die Produktion selber zahlt hätten. Also muss es wohl andere Gründe geben und ich gehe einmal stark davon aus, dass die österreichische Medienförderung nichts damit zu tun hat. Kannst du es konkreter benennen für dich oder hast du dich dem einfach hingegeben und gesagt, die werden schon recht haben? Für mich ist es völlig klar, dass die uns ausgekaut haben. Was heißt ausgekaut haben? Es war eine Staffel mit 10 Folgen vereinbart und dann in der 2. Folge ist die Senderchefin schon im Schnittraum drin gesessen und hat gemeint, nein, das ging kurz, kann man so und so nicht sagen und man muss die Kritik auf die Parteien gleich aufteilen. Da habe ich mir schon gedacht, na servus. Obwohl es eine total nette Frau ist, ja, wirklich lieb, alles. Aber letztlich, wenn man sich schon so anschätzt vor der Bundespolitik, dann weiß man eh schon, was los ist. Der Böhmermann in Deutschland ist wesentlich härter als wir das machen und wir hätten keine Chance auf ATV, Puls 4 oder gar im ORF zu laufen. Das zeigt halt auch die Verkommenheit dieses Mediensystems, in dem wir leben. Das ist okay. Mir eben einen Frieden damit gemacht, ich bin denen gar nicht base. Es ist mir völlig wurscht. Ich weiß nur, wenn ich in dem Land einmal was zum Sagen habe, weiß ich, wer zukünftig nichts mehr kriegt. Ne? Aber ist es bei uns viel voreilender Gehorsam oder hätte es wirklich Konsequenzen? Sind dir Fälle bewusst, dass wenn man jetzt gesagt hat, na jetzt ziehe mal her über den und den Politiker oder jetzt schreibe regelmäßig eher die andere Seite, dass das wirklich personelle oder finanzielle Konsequenzen gehabt hat? Oder hat man nur die Vorahnung, da könnte was passieren? Beides. Also es wird beides. Es gibt beides. Ne? Also einerseits... Das ist dann so, dann kommen einmal, das ist ja bei Fernsehsendern oder bei Medien noch anders. Ne? Dann kriegst du halt einmal für 3-4 Wochen den Minister, die Ministerin oder den Kanzler nicht als Gast, bis du wieder brav bist. Da geht es ja nicht nur ums Geld. Ne? Das Geld ist ein Thema. Da ist ja das Medientransparenzgesetz sehr dienlich. Du kannst nicht einfach, ja gut, du kannst jetzt dem Wolfgang Rosa eine Steigerung um 435% geben in einem Jahr. Aber, oder in einem Quartal wurde das, glaube ich. Aber bei den großen Medien, wenn du der Krone mehr gibst, musst du die anderen auch mehr geben, weil sonst stimmt das Verhältnis nicht mehr. Nicht? Das muss ich irgendwie noch laserzählen, argumentierbar sein. Ist das auch nicht. Ja, weil wenn ich heute weiß, dass der Falter in Wahrheit weniger kriegt als irgendeine Bauernzeitung, das geht überhaupt nicht aus. Wurscht. Also der Druck, der gemacht wird, ist einerseits, dass du einfach die Zusammenarbeit verweigerst. Die vorauseilende Schere im Kopf ist natürlich auch da, weil du willst nicht jeden Tag von irgendeinem türkisen Wastel angerufen werden, der ins Telefon schreit und erklärt, was du für ein unwürdiges Arschloch bist. Und da ist der lieber, das ruft dich keiner an. Ja? Was aber nicht heißt, dass die dann nicht eine Woche später wieder anrufen. Und das andere ist natürlich, dass es gerade im ORF zum Beispiel natürlich, da gibt es ja Leute, die nur in ihren Positionen sitzen, weil sie eben willfährige Wasserträger der türkisen Bewegung sind. Und deswegen gibt es dann halt in der ZIB1 die Berichterstattung, die wir sehen. Und nicht die Realität, die sich abspielt. Also das ist sozusagen mannigfaltige Gründe, sehen wir da. Wir sehen die ökonomische Abhängigkeit, wir sehen die vorauseilende Schere im Kopf, wir sehen die tatsächliche Schere ausgeübt von Leuten, die von den Parteien dort hingesetzt werden. Und wir sehen sozusagen den Druck auf Journalistinnen und Journalisten, dass man sagt, na gut, dann kriegst du kein Interview mehr für eine gewisse Zeit. Das gibt's alles. Machst du eigentlich die Streitgespräche oder die Diskussionsrunden bei OE24 noch? Nein, schon lange nicht mehr. Das mache ich schon lange nicht mehr. Seit der Richard Schmidt der Chefredakteur wurde, habe ich aufgehört. Weil das war ja selbst mir zu tief. Und davor war es der Anreiz des Streitgesprächs? Nein, also erstens war es hervorragend bezahlt. Das muss man wirklich sagen. Also es gibt kaum etwas, wo so gut bezahlt wird wie dort. Also das ist das, für 4-mal hingehen, ich glaube, das Doppelte von einem durchschnittlichen Einkommen in Österreich. Und mit Gerald Groß streiten ist nicht lustig, weil da geht es ja auch nicht um einen Diskurs, sondern da geht es darum, wer macht den anderen nieder. Mit dem Ewald Stadler und dem Andreas Mölzer habe ich das sehr genossen, weil das sind zwar Leute, mit denen ich politisch, wenn es um die Migrationsfrage geht und so weiter, wenig gemein habe. Dass die Deutschen national sind, ist mir wurscht. Also, Otto Bauer und Co. waren jetzt auch alle deutschnational in der SPÖ.
Das kann ich intellektuell noch irgendwie wegstecken. Aber da ist wenigstens, das ist auch fad geworden, weil, ich meine, irgendwie, wenn dann beide gegen einen Kurz argumentieren, spannend wäre es mit Türkisen zu debattieren. Aber das stören sie ja nicht. Wurscht auf welchem Sender. Also das ist dann eher, ja, das ist fad. Ein politischer Diskurs lebt von einer echten Debatte. Und politischer Streit lebt auch davon, dass diejenigen, die Macht haben, sich diesem Streit stellen. Das ist der Punkt. Und das tun sie nicht. So, und insofern, das ist lieb für die Galerie. Ich habe das bei OF24, ich habe das für mich moralisch immer so begründet mit zwei Dingen. Das eine ist das Geld, weil wenn schon mein Steuergeld dort inseriert wird, hole ich mir das, was meine Familie und meine Freunde dort einzahlen, einmal zumindest für mich zurück. Ne? Und das zweite ist, dass wenn ich nicht hingehe, sitzt dort keiner, der dagegen hält. Jetzt sitzt der Robert Miesig dort allein. Das war's. Also das ist mir ehrlich gesagt völlig wurscht. Ich da im Wochenblick TV gegen einen Heinz-Christian Strache eine Diskussion führen oder gegen einen Herbert Kickl, wenn ich der Meinung bin, es ist eine politische Diskussion. Das ist mir wurscht. Ja. Ich tät jetzt nicht für die Aula schreiben, aber ich habe ja schon dazu Zeit von Mölzer hin und wieder Interviews geben. Weil meine Meinung kann man im Internet abrufen. Ja, mir ist lieber, meine Meinung wird angedruckt von einem rechten Magazin als die Meinung eines Rechten. Also insofern habe ich da wenig Problem damit. Ja. Dass man quasi dieses Streitgespräch gar nicht mehr bekommt, der politisch Verantwortlichen, ist natürlich schwierig für die Diskurskultur, aber anscheinend auch optionsfrei, weil die haben ihre Kanäle, die haben ihre Auftritte, die haben die Auflagen, die sie brauchen, um ihre Botschaften durchzubringen. Das heißt, die Chance auf so etwas schwindet, oder? Die brauchen das ja nicht. Also wenn ich heute die FPÖ das erste damit begonnen, FPÖ-TV aufzubauen, und da ist es einfach so, da brauchst du keine ZIP-Meldung mehr, wenn du eher ein paar hunderttausend Fans über dein Netzwerk bedienst. Und das türkise Paralleluniversum funktioniert genauso im Social-Media-Bereich und im Newsletter-Bereich. Da wird dann der Newsletter geschrieben, wie der Kanzler es immer versprochen hat, wir werden jetzt alle geimpft und was weiß ich. Wir verdanken es dem Bundeskanzler und der Eli Köstinger und was weiß ich. Und wann, wo, weiß ich nicht, jemand mit drei Hoden auf die Welt kommt, war es an oder kurz. Ja? Also das ist, und dann hast du parallel dazu halt die Berichterstattung eben in der Krone, im Kurier, in der Heute und im Österreich, aber auch in gewissen Bundesländerzeitungen hin und wieder, wo man einfach sagt, okay, komisch, warum lese ich die Geschichte eigentlich nirgends und warum wird das in Deutschland eigentlich längst den Grund für einen Rücktritt und eine breite Debatte in jeder Nachrichtensendung und bei uns verschwindet es und ich sehe dann am Krone-Cover, welcher Landeshaupt man geimpft ist und kein Wort darüber, dass der kurz vor der Anklage steht oder als Beschuldigter geführt wird. Also das ist schon etwas, das ist eine Letztklassigkeit, was unsere Medienlandschaft betrifft, nicht zu überbieten. Es ist vor allem ein Problem, weil sich der Sender, wenn die ZIP 1 nicht mehr das abbildet, was es tatsächlich ist, montiert sich ja selbst auch ab und schafft ja den Werbeplattformen einer Partei-Facebook-Seite regen Zulauf, weil die natürlich... FPÖ hat sich das ja auf die Fahnen geheftet, gegen die Rundfunkgebühren und überhaupt gegen das staatliche Fernsehen aufzutreten und immer zu sagen, das, was dort berichtet, das ist eher Schwachsinn. Und wenn dann das Beispiel geliefert wird, weil du dir ja selbst aufregst, was du dort zu sehen kriegst, gibt man denen eigentlich recht. Und da muss ich sagen, ja, warum dann auch? Ich glaube, dass es noch viel schlimmer ist, weil ich bin ja der festen Überzeugung, dass ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk für funktionierende Demokratie eigentlich ganz wichtig war. Und jetzt zwingen die mich dazu, in Wahrheit, dass ich auch die Meinung einnehme und sage, na, für den Scheiß möchte ich eigentlich kein Gieß zahlen. Ich zahle gern für die ZIP 2, ich zahle gern für die Ö1 Morgen- und Mittagsjournal, aber, und für einen Report von mir aus noch und fürs Echo, aber für den Rest vom Scheiß, den kriege ich woanders auch. Da kann ich Krone TV auch schauen oder in Föhner. Und der Föhner macht Live-Einstiege sogar besser als der ORF. Puls 24 auch. Also, der ORF ist sowieso im Arsch. Aber die, Das ist, wie der alte ORF-General Gerd Bacher schon einmal so schön gesagt hat, den Parteien ist es wurscht, wie es dem ORF geht, denen ist wichtig, wie es ihnen im ORF geht. Und das ist die tiefe Wahrheit dahinter. Ja.
Aber so wie der ORF sich im Moment benimmt, wird es schwer, Argumente zu finden, wie man sowas überhaupt, warum man sowas gebührenfinanziert betreiben soll, weil dann soll sich die ÖVP den Schaß selber zahlen. Da habe ich länger mit der Barbara Blacher drüber geredet, wie man diese Qualität wieder erhöhen kann, weil es gibt ja auch Formate, die nachweislich gute Journalisten auch beschäftigen. Du hast selber das Ö1-Journal genannt, die ZIP2 beispielsweise. Sie hat gesagt, da muss man bei der Ausbildung schon ansetzen, dass die eben zum Beispiel nicht von der Wirtschaftskammer und damit wieder parteienabhängig finanziert vonstatten geht. Was wäre dein Vorschlag für einen besseren Journalismus in diesem Land? Ich glaube jetzt nicht, dass an der Ausbildung scheitert, und ich bin ehrlich gesagt der Wirtschaftskammer dankbar, zum Beispiel, dass die im Wifi und so Kurse anbietet oder auch die Fachhochschule gerade in Wien. Das weiß ich halt deswegen, weil unsere Agentur seit Jahren für die Wirtschaftskammer Wien arbeitet. Ja. Also ich habe selbst dort an der FH unterrichtet, über mehreren FHs in Österreich unterrichtet im Journalismus- und Medienbereich. Ich meine, ich kann dir nur ein Beispiel sagen, ja, wenn du einen Kurs hast mit 30 Leuten und du fragst dich, wer von euch will nach der Ausbildung Journalist werden, und jetzt sagen 5 auf, muss ich mir was überlegen. Also da machen Leute eher für einen schnellen Bachelor in der Ausbildung, als dass sie tatsächlich in dem Beruf arbeiten wollen. Das könnte man sich vielleicht auch vorher anschauen. Ja? Weil wofür man dann so ein Steuergeld in deren Ausbildung investiert, wenn sie den Beruf nicht ausüben wollen, schwierig. Ich weiß nicht, wie war das früher? Ich glaube einfach, ein Hauptproblem unserer Gesellschaft ist, dass man heute glaubt, dass nur Leute mit irgendeinem akademischen Titel irgendwas in der Birne haben. Ja? Warum gibt es keine Fernsehredakteure, die halt vielleicht gerade einmal Matura haben oder eine Lehre gemacht haben? Warum müssen die alle studiert haben? Also, ich meine, ich lasse mir das einreden, wenn ich irgendein technisches Gerät zu bedienen habe, aber als Journalist, ich kenne so viel die ganzen alten, gestandenen Journalisten, wenn ich mir heute anschaue, die wirkliche, natürlich gibt es da Akademiker von der Anneliese Rohrer angefangen über den Herbert Lagner und so, aber ich glaube nicht, dass es ein Ausbildungsproblem ist. Ich glaube, dass es heute Journalismus falsch verstanden wird, nämlich nicht mehr als Berichterstattung über das, was sich tut, nämlich Karl Bernstein, die bestmögliche Version der Wahrheit, sondern irgendeine Copy-and-Paste-Scheiße, und das können Hirnlose auch machen. Weißt du, was ich meine? Wenn ich nichts einordne, dann brauche ich ja keine Ausbildung. Also ich glaube nicht, dass es an der Ausbildung liegt, ehrlich gesagt. Ich glaube, man kann generell sagen, dass die Verblödung der Gesellschaft an der Art und Weise krankt, wie unser Bildungssystem eben funktioniert, respektive nicht funktioniert. Das ist, glaube ich, das Problem. Weil Allgemeinbildung kriegst du jetzt in der Schule nicht mehr so vermittelt, weil, oder den Humboldtschen Bildungsbegriff, sondern wir produzieren halt irgendwie Humankapital für den Arbeitsmarkt. Das hat für mich jetzt nicht zwingend was mit Bildung zu tun. Ne? Aber du würdest dann eigentlich auch noch nicht das Problem lösen, dass wenn der fähige Journalist dann in der Kurierredaktion sitzt und dann halt einen Chefredakteur bzw. eine Chefredakteurin hat, die sehr wohl politisch die Schlagrichtung vorgibt. Damit hast du ihn auch wieder schachmatt gesetzt. Nein, darum bringt sie das. Schau, ich glaube, bei der Medienfinanzierung in Österreich legt man sich sowieso selber an. Ich habe da einmal einen Vorschlag niedergeschrieben, der da lautet wie folgt. Jetzt ist es so, wir hauen sowieso hunderte Millionen, also insgesamt haben wir 1 Milliarde ein in den Medienbetrieb Steuergeld im Jahr. Da ist der ORF mit der GIS dabei, ja? Mehr als 1 Milliarde. Wenn ich jetzt die 100 Millionen nehme, die die Medienhäuser kriegen, warum, entweder kann ich es an Kriterien knüpfen, wie zahlt es ihre Leute, wie sind die ausgebildet, wie ist die Frauenquote, was weiß ich, wie ist die Altersverteilung, wie viel Digitalanteil habt ihr, wenn du eine Regionalzeitung bist, wie viele Regionalbüros, bla bla bla. Ich bin der Meinung, man sollte es anders machen. Man sollte jedem Österreicher ein Zeitungsabo gratis geben. Und der Österreicher kann sich aussuchen, welches. Und das zahlt der Staat. Fertig. Und dann keine Inserate mehr. Dafür gibt es im Gegenzug für diese Presseförderung, hat die öffentliche Hand, weiß ich nicht, 40 ganze Seiten im Jahr zur Verfügung, um dort zu inserieren. Und für die braucht es nichts mehr zahlen, dafür gibt es die Presseförderung, aber wenn es amtliche Mitteilungen gibt, dann müssen die das halt abdrucken, das kannst du sogar vorgeben, es muss auf der Seite 4 links unten sein, keine Ahnung, ja, damit die Leute immer wissen, ah, wenn es was Wichtiges gibt, dann ist das auf Seite 4 links unten, weil der Mensch ein Gewohnheitstier ist. Aber ich hielt die Subjektförderung für viel gezielter. Also, dass man, und die dann nur für Medien zur Verfügung steht, die sich an Kriterien halten, an ethische und an Qualitätskriterien. Also, ein Kurier-Abo würde ich aktuell nicht bezuschussen. Aber Krone hat Österreich sowieso nicht.
Aber jetzt die Bundesländerzeitungen, den Standard, die Presse, da sollen sich die Leute uns aussuchen. Dann gab es einen Wettbewerb, ja, weil die Medienhäuser müssten darum kämpfen, wer hat mehr Abonnenten, wenn sie der Staat zahlt. Und das würde wahrscheinlich positiv auf die Qualität durchschlagen. Und es würde die Abhängigkeit drastisch reduzieren, weil du bist nicht mehr Abhängigkeit von irgendwelchen Politikerwürstel, auf deren Wohlwollen du angewiesen bist, sondern von deinen Lesern. Und das wäre eigentlich der Sinn von Journalismus gewesen einmal. Nur ist es für einen Politiker eine Abgabe von Kontrolle. Absolut. Klar. Da ist das Problem wieder. Aber nur für den Politiker. Also das ist ja immer definitiv vergessen, für die Mehrheit der Gesellschaft hätte es ja einen immanenten Vorteil. Also die klar werden der Politiker sagen, du bist deppert, das mache ich nicht. Ja. Okay. Das würde auch im Übrigen Dinge anregen. Ja. Ich bin mir sicher, es gäbe mehr Neugründungen. Ne? Weil wenn du heute in Innsbruck den 21er zum Beispiel nimmst, ne? Oder 20er? Oder 20er, Entschuldigung, ja. Warum, wenn ich mir aussuchen kann, will ich den 20er oder will ich, weiß ich nicht, den Monat oder will ich die TT, wer sagt denn, dass die Leute alle sagen, bitte schenk uns die Moser Holding, ja? Weiß ich das? Weiß ich nicht. Vielleicht gab es sogar mehr Wettbewerb. Ich bin ja nicht der Meinung, dass wir haben wahrscheinlich für die Größe unseres Landes zu viele Tageszeitungen, die national erscheinen, das glaube ich schon. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir im regionalen Bereich unterbedeckt sind oder überhaupt in Nischen. Ja? Ich glaube schon, wenn man sich anschaut, was da digital teilweise passiert, auch was die Burschen machen, der Senf, der Martin und Sepatie bei Wacker Innsbruck zum Beispiel, ja, das finde ich, das schlägt sogar bei mir in Wien auf. Ja? Also wir brauchen da mehr Innovation, wir brauchen mehr junge Leute, die geil sind auf Medien machen. Aber am Ende des Tages ist es immer eine Geldfrage. Ja? Wenn ich ein vernünftiges Fördersystem schaffe, das die Abhängigkeit der Medien von Politik reduziert, wird es die Qualität erhöhen. Das ist mir fest überzeugt. Finde ich echt einen spannenden Ansatz. Ganz zum Schluss noch eine Frage. Vielleicht kannst du das ein bisschen beleuchten. Wenn man momentan die Chats immer wieder kriegt vom Thomas Schmidt, die da rausgespielt werden an die Öffentlichkeit. Und man weiß, der sitzt auf einem gut dotierten Job, den er bekommt, weil er sich bei seinem Messias-Kanzler gewünscht hat. Ist der ja schlussendlich, weil es in der Öffentlichkeit sich abspielt, irgendwann auch für eine Partei eine Belastung. Wenn ich regelmäßig lese, dass das, was er da macht, eigentlich schwer zu verdauen ist, für jemanden, der jetzt nicht in der türkisen Bewegung unterwegs ist, der es vielleicht nicht so versteht. Was muss ein Thomas Schmidt wissen, dass der trotzdem gehalten wird? Was muss er für Fotos auf sein Handy haben, finde ich die spannendere Frage. Erklärbar ist das alles nicht mehr. Also es ist ja nicht so, dass es sich hier um eine fachliche Verfehlung handelt, sondern ein Menschenbild zutage tritt, wo man einfach sagt, du, Entschuldigung, im öffentlichen Bereich, wenn du in der Privatwirtschaft so äußerst, bist du schon weg. Aber wenn du über uns als deine Eigentümer redest, wir sind Menschen und Tiere und ich will nicht mit dem Böbel reisen und nicht mit dem Flüchtlingsboot, mit dem Schlauchboot am Mittelmeer und so. Das ist ja schwerst unternehmensschädigend, der müsste längst abberufen werden. Ich höre, dass er in der Schweiz versorgt wird. Schauen wir mal, ob das so kommen wird. Aber letztlich muss er entweder zu viel wissen oder mit zu viel mächtigen Leuten in diesem Land Fotos tauscht haben. Ist es? Das Zweite halte ich für ziemlich sicher. Aber ich meine, das ist so wie, wenn diese Chats sind ja nur ein Einblick. Das ist ein Handy von einer Bubertelpartie. Ein Handy. Wir haben Laptops mit den spazieren gegangen worden ist, wir haben im Kanzleramt gelöschte E-Mails und gelöschte Kalender, obwohl es eine Archivierungspflicht gibt. Wir wissen bis heute nicht, wer Sebastian Kurz einen Wahlkampf finanziert hat. Wir wissen nicht, woher das Geld kommt. Also ich glaube, dass da untereinander schon die Loyalität da ein Stück weit miteinander gefangen sein ist, um es einmal so zu formulieren.
Anders kann man das nicht erklären. Und wenn man sieht, wie locker die mit unserem Steuergeld umgehen und wie locker sie sich Posten zuschanzen und aussuchen und das nur der, sozusagen die Spitze des Eisbergs ist, weil man halt zufällig das Handy hat und der steppert, war das gescheit zu löschen, das ist ja nur ein Zufall gewesen. Das darf man nie vergessen. Warum der nicht weg ist, kann er, also das geht mal Stunden reden, aber das ist, es ist schlimm genug, dass er nicht sofort weg ist. Es ist schlimm genug, dass so jemand nicht den Anstand hat, um zu sagen, okay, sorry, tut mir leid, ich schaue mich bis an mein Lebensende. Es ist schlimm genug, dass ein Finanzminister, dass die ÖBAG-Aufsichtsräte tut nichts sagen und den nicht abziehen. Der geht mit 600.000 spazieren im Jahr auf unsere Kosten und hält uns für Pöbel und Tiere. Und ich glaube, der ist was Besseres offensichtlich. Und das ist, allein dafür muss dem Kurz jeden Tag in die Pappen hauen, in Wahrheit. Nämlich, dass er da nicht einschreitet, weil, auf was warten? Also was gibt es für ein Bild von Österreich ab, dass die sich jetzt Beidl-Fotos schicken, weil sie alle entweder bisexuell oder schwul sind, ist mir wurscht, wer mit dem Schnacksel. Die ein oder andere Showfreundin dazu geschenkt. Von mir aus sollen die Partei auch die Damen zahlen, mit denen sie auf den Ball gehen. Es ist mir wurscht. Nur was mir nicht wurscht ist, ist diese einerseits diese Verlogenheit und andererseits, dass man sich offensichtlich, du musst dir mal überlegen, wie wäre das umgekehrt. Beim Tosco-Ziel haben sie sich alle aufgeregt, weil der seine eigene Frau angestellt hat in der Landesregierung. Im Büro. Können wir ausschließen, dass die Burschen irgendwie miteinander zusammenhängen? Wissen wir das? Nein. Können wir ausschließen, dass es da Abhängigkeiten, Liebschaften, was auch immer mit Medienmachern, mit anderen gibt und deswegen alle so auf das Handy warten und was da oben gelöscht worden ist? Also das wissen wir ja nicht. Wir wissen nur eins, es ist ein Zustand, den ich nur so beschreiben kann, dass ich von solchen Leuten nicht regiert werden will. Unabhängig von meiner politischen Meinung, wären die Sozialdemokraten, wäre meine Meinung genau dieselbe und um keine Nuance anders. Im Gegenteil, ich würde sie noch härter kritisieren, weil ich eine höhere Erwartungshaltung an sie hätte. Aber was die auch finden, ist unerträglich und ist für Österreich eine Schande. Aber so die Grenze, die verschiebt sich immer mehr nach oben, wonach dann doch zurückgetreten wird. Ah, er hat eh nur einen erschossen. Außerdem, das war fahrlässig, das war kein Mord. Brauchen wir schon einen Vorsatz. Fahrlässige Tötung reicht auch nicht mehr dann oder so. Also diese Grenzverschiebungen, die wir in unserer Sprache, in der Politik und überall sonst erleben, dem müssen uns die Christen Sorgen machen letztlich. Weil, was, wie du richtig fragst, was soll denn noch sein? Was muss denn noch passieren? Auf offener Bühne Postenschere und Korruption, auf offener Bühne sexuelle, weiß ich nicht was, zwischen Regierungsmitgliedern und Parteihaberern, Äußerungen über Landeshauptleute, die schaut aus wie ein Hex und was weiß ich, und die stellen sich dann alle hin bei der Pressekonferenz und sagen, wir stehen alle hinter Sebastian Kurz. Das ist alles unwürdig. Das ist unwürdig. Ob sich das ändern wird, weiß ich nicht. Ob es Konsequenzen haben wird, weiß ich nicht. Aber dass Thomas Schmidt noch immer im Amt ist, ist einfach eine Riesensauerei, aber das gilt im Wald für den Bundeskanzler mittlerweile schon selbst. Wir müssen sagen, Stand heute, 1. Juni, vielleicht gibt es ja doch noch eine selbstreflektive Energie, die wir nicht kennen, oder einen Maßstab, der plötzlich angelegt wird. Die Bankräuber, die dann plötzlich zur Bank zurückgehen und sagen, mir tut so leid, Herr Direktor. Aber ist es vielleicht, weil das war auch eine Frage, ist es vielleicht ein systemisches Problem, wenn sich diese Grenzen immer mehr verschieben und diese Netzwerke immer besser funktionieren, weil es sich am Ende des Tages für die Netzwerke auszahlt? Vielleicht gar nicht mehr die Demokratie, die quasi den politischen Vertreter hier auserkürt, über mehrere zu entscheiden und den Weg vorzugehen, wie du es am Anfang beschrieben hast. Vielleicht geht sie das mit der gelebten moralischen Praxis und dem Anspruch auf der anderen Seite gar nicht mehr aus. Es braucht einfach andere Gesetze. Wenn jemand so wie Sebastian Kurz statt bei 7 Millionen Wahlkampfkosten, Obergrenze, 13 Millionen ausgibt, kehrt er in Häfen. Aus. Bei uns zahlst du ein bisschen eine Strafe und das Geschäft zahlt sich aus, weil du ja für das bisschen, was du Strafe zahlst, ein Vielfaches durch das bessere Wahlergebnis, das du mit zusätzlichen Geld erreichen kannst, Parteienförderung kriegst. Denen gehört ja nicht nur die Parteienförderung einfach komplett gestrichen, wenn sie die Wahlkampfkostenobergrenze überschreiten, sondern sämtlichen Leuten, die dort Verantwortung tun, die können eingesperrt. Was? Da gehört diese Frage der Gesetze.
Ich finde, das kann man alles rechtlich, die moralischen Regeln sind das eine. Aber wenn du heute als Unternehmer ja, eine Finanzstrafe erfahren hast mit mehr als 50.000 Euro, bist du mit Gefängnisstrafe bedroht, die können die Wahlkampfkosten ums Doppelte fast überschreiten. Das ist die Manipulation in einer demokratischen Wahl und da passiert nichts. Nein, da fordere ich Haftstrafen und zwar gescheite. Und wenn die nicht passieren, im Gegenzug werden quasi Angriffe gegen die Justiz vermehrt getätigt, was machen wir dann? Naja, das muss man unterscheiden. Die Gesetze macht halt der Nationalrat, der Gesetzgeber. Die Justiz ist als dritte Säule quasi jetzt unter Beschuss, weil man unterstellt, ich meine, parteipolitisch motiviert zu agieren. Ja, was ja ein hirnentleerter Angriff ist, wenn gleichzeitig gegen Doskozil ermittelt wird, gegen einen blauen Waldhäusl und gegen halt Türkise. Er kennt vielleicht, sind das mehr Türkise Dreck am Stecken als andere. Und das nichts mit parteipolitisch motiviert zu tun hat. Wichtig ist mir zu sagen, dass Kritik an der Justiz wichtig und richtig ist. Wenn es Verfahrenslängen gibt, wenn jetzt so wie in Graz ein mutmaßlicher IS-Terrorist freigelassen wird, wird die offenbar zu deppert worden in Anzuklagen, weil sie personell unterbesetzt waren, weil die Politiker wiederum zu deppert waren, so viel Personal zur Verfügung zu stellen und budgetär zu bedecken, die es braucht, um die Aufgabe, für die man da ist, zu erfüllen. Aber letztlich ist für mich das ganz logisch, dass man Justiz immer kritisieren kann. Aber das, was die machen, ist ja Kampagne gegen die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Das ist keine Kritik an der Justiz, das muss man qualitativ unterscheiden. Das ist eine ist Kritik, das kann man so immer, finde ich auch sogar. Aber das, was da passiert, ist eine Kampagne gegen eine Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, weil man weiß, dem das Handy vom Schmied. Aus. Mehr ist es nicht. Auf das kannst du es zusammenfassen. Weil ohne Handy von Schmidt keine Probleme für Herrn Kurz, weil die Falschansage im Urschuss hat man nur als solche erkannt, weil man durch die Chats gewusst hat, dass der sich eingemischt hat, der Basti Buhr. Es hätte keine Hausdurchsuchung bei Herrn Blümel ohne die Chats vom Herrn Schmidt gegeben. Es gab halt für die meisten Anklagten ohne die Handy-Chats vom Schmidt und Beschuldigten keine Konsequenzen. Das haben wir einem reinen Zufall zu verdanken. Also insofern hat man die gewusst, okay, da kommt was daher und deswegen müssen wir da hinhauen, damit die Glaubwürdigkeit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, dass die Schaden nimmt. Damit unsere Leute zumindest sagen, naja, der Kurz hat eh schon vor einem Jahr gesagt, das sind rote Netzwerke dort. Das ist ja alles geplant, diese Kampagne gegen die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die ist ja nicht von heiterem Himmel gefallen. Und das ist widerwärtig, weil was da passiert ist, du hast ja immer so Vorzeichen vom Faschismus. Ne? Also was sind Charaktereigenschaften? Das eine ist dieser Konformismus. Ne? Alle reden das Gleiche schon gleich aus und dann schaut die türkise Partie an und die bewegen sogar die Hände und reden immer gleich ab. Unnatürlich. Ja? Kritik in der Partei findet nicht statt, das ist alles gleichgeschaltet. Das sind alles Zeichen, die wollen wir nicht. Und wenn jetzt staatliche Institutionen unter Dauerbeschuss genommen werden, dann hat das langfristig unter Umständen die Auswirkung, dass das Staatsvolk den eigenen Institutionen zu misstrauen beginnt und das ist der beste Nährboden für den Faschismus. Das ist so. Das ist kein Alarmismus, das ist historisch eindeutig belegt. Warum halten da gestandene ÖVPler so still? Na, wir wissen offenbar, dass ohne Kurz bei 20% warten. Einerseits. Andererseits reden sie sich wahrscheinlich selber schön, weil sie verhalten wie die Frösche in diesem Kochtopf, ne, wo das Wasser immer langsam heißer wird und dann kriegen sie es nicht so mit. Wobei man, wenn man die meisten Landespolitiker anschaut, glaube ich, ist das eher ein intellektuelles Phänomen, dass sie es nicht mitkriegen. Rudi, ich danke dir für deine Zeit. Danke für die Einladung. Ich glaube, wir könnten jetzt noch lang weiterreden, aber du musst ja wieder ins Waldviertel zurück. Ich fahre jetzt ins Waldviertel zurück und zeichne morgen um 9 Uhr in der Früh beginnen wir zu drehen. Heute in der Nacht müssen wir noch das Drehbuch schreiben. Es wird ein langer Abend für den Herrn Fussi heute. Aber wurscht. Ja, so ist mein Leben im Moment halt. Aber finde ich stark, du versuchst ja wirklich wöchentlich zu produzieren mit Bussi Fussi.
Versuchen wir es wenig. Also wir produzieren wöchentlich. Jetzt einmal die dritte Staffel bis 30. Juni. Und dann im Herbst sind noch zwei Staffeln geplant. Also auch bestellt quasi mit Medienförderung und alles. Aber da muss man noch schauen, wie sich das ausgeht, weil es ist einfach auf Dauer sehr viel Arbeit. Das muss man einfach sagen. Und da ist wieder die Geldfrage. Nicht? Wenn du keinen Staff hast, der die Sachen abnimmt und du sehr viele selber machen musst, weil wenn ich es jetzt nur selber moderieren tät, moderieren kann man bald einmal. Ja? Wie du ja weißt. Ne? Also das ist ja, das geht ja, aber es kostet Geld. Ne? Also die Gespräche zu führen ist ja nicht der Aufwand. Das ist vor allem die Gagstrecken, es ist die Technik, die wir ins Waldviertel zahlen. Ab Herbst produzieren wir dann in Wien, da ist ein bisschen einfacher. Aber ein paar tausend Euro pro Sendung sind es trotzdem. Ne? Das ist so. Aber für mich ist vor allem die Zeit. Das ist das Problem, weil ich einfach einen Beruf habe, der mich sehr in Beschlag nimmt, leider. Ja. Aber es ist noch die Möglichkeit in Österreich, auch mit so regierungskritischen Inhalten, wie du sie machst, trotzdem eine Medienförderung zu kriegen. Ja, wenn man es kriegt, macht schon. Rudi, danke dir. Ich danke. Dir gefällt das Hinterzimmer, dann jetzt abonnieren bzw. alle Kanalvideos des Hinterzimmers anschauen. Und wir sind natürlich auch hörbar auf Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Bewerten, kommentieren und abonnieren. Würde uns freuen.